Schönen guten Tag zusammen, meine Freunde. Na, ihr? Hallöchen, schön euch zu sehen, Leute. Ja, ich glaube, ihr wisst noch gar nicht, was euch hier so heute erwartet. Es sieht alles ein bisschen anders aus, es sieht alles ein bisschen neuer aus. Ein bisschen, ja, ungestüm noch das Ganze. Und dementsprechend werde ich euch mal kurz ein bisschen aufklären. Also, heute ja, wie schon länger angekündigt, eine neue, sage ich mal, Serie von mir, so eine, sage ich mal, Interviewreihe. Das Ganze nennt sich Gamer Secret. Ich glaube, der Name sagt schon einiges über das Projekt an sich aus. Also, ich lade mir halt Gäste ein und werde die halt wirklich sehr, sehr detailliert ausfragen über ihren Werdegang, über die Gründe, warum sie geworden sind, wie sie sind, über Tipps, Tricks, die ihnen geholfen haben, vielleicht dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und auch da habe ich natürlich auch jemanden heute mit dabei. Ich werde euch die gute Person mal ganz kurz dazu holen. Sound für 3 und ab geht es. Also, wir haben hier den guten alten Swanny, seines Zeichens Analyst bei SK. Ist noch ein Jungspund eigentlich hier mit seinen 23. Ja, aus Stuttgart und hat seinen Bachelor jetzt noch nebenbei gemacht. Aber genau. Hauptberuf momentan SK Gaming, kann man sagen. Kann man das so sagen? Ja, ist auf jeden Fall hauptberuflich jetzt. Ich warte jetzt erstmal noch auf den Master quasi, aber ich sage einfach immer, ich warte noch ein Semester, aber eigentlich mache ich das hauptberuflich. Ja, das sagst du jetzt wahrscheinlich schon länger, ne? Ja, da Studium mache ich alles noch, aber eigentlich Ziel. Das ist immer bei Familienfeiern ein bisschen awkward. Ja, das, ich glaube, das kennen. Wenn die sagen, was machst du? Ja gut. Ich warte noch auf den Master. Habt ihr einen Computer zu Hause? Ja? Nein, okay, ja, ich bin auf dem Weg zum Master gerade. Ja. Das ist das Dingen. Ja, also ich habe ja jetzt gerade schon mal 2, 3 kleine Dinge über dich erzählt und werde natürlich heute, also wir gehen sozusagen von Swannys Anfängen, sage ich mal, kurz vor CS werden wir gleich starten, über Alternate, was eine Station von ihm war, über Liquid bis hin zu SK, also da werdet ihr einiges an Insight bekommen. Der gute Mann hat auch ein paar Unterlagen zur Verfügung gestellt, die ich euch gleich auch dabei live zeigen darf, also Vorbereitungen, Turniervorbereitungen noch in der Zeit von SK, seine Bewerbung, die er zu Liquid geschickt hat, welche dann auch ausschlaggebend, sage ich mal, ne, für deinen Pick waren. Ja, genau. Und auch noch ein schönes Tool am Ende, wo sich der ein oder andere Profispieler sogar auch dann die Finger reiben wird und sauer sein wird, dass er das nicht zur Verfügung hat. Das darf ich euch auch im Stream vorstellen, was auch megamäßig geil ist auf jeden Fall. Also alleine dafür solltet ihr da dranbleiben. Aber wir fangen einfach mal an, also nur damit ihr es wisst, Channel. Ich werde jetzt erstmal nicht auf den Chat eingehen, also wir werden erstmal ein ganz normales Gespräch führen und am Ende der ganzen Session werdet ihr natürlich auch nochmal Fragen stellen dürfen, da nimmt sich der Gute auch nochmal für euch ein bisschen Zeit, versteht natürlich, dass es nicht zu intim werden darf, also welche Penislänge Cold Zero hat, weiß er eh nicht, aber würde auch nicht sagen wollen, also nur damit ihr euch in den Bereichen schon mal ein bisschen zurücknehmen könnt. Okay, ich bin Starker, bist du es auch? Immer. Geil. Ja, also wir fangen einfach mal kurz jetzt auch vor Alternate ein. Ne? Wichtig oder interessant ist natürlich, was hast du eigentlich davor gemacht? Also warst du irgendwie mal CS-technisch aktiv? Nee, habe ich gar nicht gemacht. Also ich habe nur bei 99 Damage ein bisschen die Coverage gemacht und bin dadurch halt so ein bisschen die Pro-Matches angeschaut, weil man die ja da quasi so getickert hat. Aber sonst so selber eigentlich nie wirklich gespielt, weil ich schon immer zu schlecht war. Ich meine, Du grinst das jetzt weg, aber eigentlich ist es ja schon mal eine entscheidende oder schöne Aussage für viele andere Leute. Also nur weil man vielleicht jetzt zu schlecht, in Anführungszeichen, das waren deine Worte, für den Profispieler an sich, das heißt es nicht, dass man nicht trotzdem extrem weit in dem Ganzen kommen kann, ne? Ich meine, ja, auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich schon mal ein schönes Aushängeschild. Also kann man sagen, so vor Alternate Ethics warst du dann noch ganz normal Student, der ein bisschen hobbymäßig getickert hat, da die Matches bei 99 Damage. Ja, genau, so war das, also nichts Spannendes. Hattest du dir damals schon Gedanken gemacht über das Thema an sich, also überhaupt über Coach Analyst? War das überhaupt ein Begriff für dich oder hattest du da gar nichts damit am Hut? Ja, doch schon ziemlich. Also ich habe mit Crispy ab und zu immer mal ein bisschen gechattet, nachdem die Matches gehabt haben und habe mit ihm so geschrieben, was man verbessern konnte und so, aber jetzt nie wirklich direkt, also war spezifisch, nur so oberflächliche Dinge eher hatte ich da. Also er kam so auf dich dann zu, so von wegen so, ey, was geht ab, du sag mal, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau, ich war halt immer so der nervige Typ, der einen nach dem Match angechattet hat und gesagt hat, dass man halt direkt so besser machen kann, so Leute, die man eigentlich hasst, vor allem nach einer Niederlage. Aber so sind wir dann halt weiter ins Gespräch gekommen, weil ich hartnäckig war und immer so weitergemacht habe. Also Leute, die man sich eigentlich merkt, vielleicht in dem Moment gehst du einem auf die Nerven, aber
wenn man später darüber nachdenkt, bleibst du höchstwahrscheinlich im Kopf, was ja dann irgendwie auch dann einen gewissen Schritt sinnvoll gemacht hat, nämlich Mitte 2015 ging es ja dann für dich nach Alternate, richtig? Ja, genau, also da wurde es ein bisschen seriöser und ich habe eigentlich bei jedem großen Turnier von denen ausgeholfen. Also so kleine Online-Matches habe ich jetzt nicht gemacht, aber bei den ganzen LAN-Turnieren, auf denen die waren, habe ich auf jeden Fall mitgeholfen. Wie kann man sich diesen Schritt an sich so vorstellen? War das dann die umgekehrte Sache? Du gingst immer zu Crispy und jetzt kam er dann zu dir so, ey, wie sieht's aus? Du gehst mir eh rund um die Uhr auf die Nerven. Hast du nicht Bock, das professioneller mit uns zu machen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau, also so ein eine Woche oder so, eigentlich immer sobald die Gruppen bereit waren, es hatte mich angeschrieben und hat mir gesagt, was sie diesmal brauchen, also immer relativ individuell gegen die Gegner, es war nicht immer so dasselbe Muster, was man macht, sondern hat immer geschrieben, wir brauchen das und das, zum Beispiel für Kief ist das jetzt wichtig, kannst du das bitte machen, also es war eigentlich immer so. Also es war dann eher so eine, so ey, hast du Bock uns ein bisschen zu helfen und dann hat er dir immer geschrieben, was jetzt gerade theoretisch für euch wichtig wäre oder was er gerade gebrauchen kann? Ja genau, mit Sachen, mit denen er halt struggelt und so, wo eine zweite Meinung ganz gut wäre, was ich darüber denke. Okay, so was wie kann man sich das dann zu der Zeit vorstellen? War das dann eher noch so ein Hobby-Ding, oder? So ein Dienst unter Freunden, oder wie war das? Ja genau, also es war komplett for free. Ich habe den einfach so ausgeholfen, weil es mir halt auch Spaß gemacht hat, schon so zu sehen, wie quasi meine Anti-Strats und so aufgingen gegen die Gegner. Also es hat mich halt so ein bisschen erfüllt. Weiß nicht, also es hat mir einfach Bock gemacht. Ich habe das richtig gern gemacht. Glaube ich. Nee, ich meine, du hast das so ein Grinsen gerade mit dem erfüllt, aber ist ja Fakt. Eigentlich ist ja zum einen eine Bestätigung, dass das Team dann irgendwie auch da spielt oder so, oder was du vorbereitet hast. Und wenn das dann am Ende noch aufgeht, also ist ja so eine doppelte Bestätigung. Ja, es ist ja eigentlich auch dann sofort eine interessante Frage. Du warst ja bis dato, sage ich mal, ein unbeschriebenes Blatt und sag mal, ich kannte dich zum Beispiel gar nicht, einfach jetzt mal so aus dem Nichts zu der Zeit. Und du warst für sie aber halt so ein wichtiger Faktor, also so wichtig, dass man theoretisch deine Anti-Strats dann auch auf Offline-Events gespielt hat, richtig? Ja, genau, also vor allem für Crispy und für Kasuya damals. Mit den anderen, die haben damit nicht so viel zu tun gehabt, zu Stefan und Kief, aber die beiden Anzeiger haben auf jeden Fall viel damit gearbeitet. Ist ja schon mega nice eigentlich. Wie kann man sich dann eigentlich das vorstellen? Konntest du damals schon extrem viel zu dem Team selber beitragen oder war das halt teilweise auch noch so ein Lernprozess für dich, dass du gesagt hast, ey, okay, jetzt ihr habt mir dies und das so erklärt, also dass du dann vielleicht in der Zeit auch noch einiges gelernt hast erstmal. Ja, auf jeden Fall sehr viel gelernt, weil eben der komplette kompetitive Aspekt gefehlt hat, so von meiner Sicht ist halt schon immer noch was anderes, wie man in so einem Official denkt, als wie wenn ich jetzt so das Match von außen schaue. Also auf jeden Fall sehr wichtig, dass ich da am Anfang viel gelernt habe und viel zugehört habe und muss auch Crispy sagen, der hat mir richtig viel Feedback gegeben und so und das hat mich auch enorm weitergebracht. Finde ich cool, also so, dass man so eine Option überhaupt eingeschlagen hat. Das war ja auch zu einer Zeit in deutschem CS, ne? Ich meine, das war so 2015. So, da hatten wir gerade vielleicht ein, zwei Vollzeitteams zu der Zeit. Also das war ja schon relativ früh eigentlich, sage ich mal in Anführungszeichen, sowas wie einen Analysten dazu zu holen. Ich würde gerne mal so einen kleinen Blick auf eine Arbeit von dir werfen, wenn das in Ordnung ist. Du hast mir da was zur Verfügung gestellt, was du für die Attacks-Jungs fertig gemacht hast, ja? Ist das immer gerne. Super, ich schmeiß das mal einmal hier rüber und ich gehe mal einmal so hier drauf. So, das war jetzt hier für die Pantamera-Challenge, richtig? Jetzt, genau, in Schweden war das. Genau, da hast du dich auch schön nach oben geschrieben, das gefällt mir. Ja, also, das ist wichtig. Wichtig, also, ne? Das wollte ich gerade sagen, das ist ja so oder so wichtig. Möchtest du vielleicht selber einmal ganz kurz so allgemein sagen, was du in dieser, ich will es gar nicht direkt sagen, aber 48-seitigen Vorbereitungsmappe, was so die Hauptthemen für dich waren? Also erstmal waren Vetos wichtig und vor allem war wichtig auch Spieler aufzuschreiben, unerfahrene Spieler, Spieler zum Beispiel bei Torpedo, die die erste LAN hatten, die man easy abusen kann am Spot, weil die wahrscheinlich nervös sein werden. Sowas war am Anfang erstmal wichtig und dann halt natürlich Pistol Rounds, Eco Rounds, wie spielen sie ihre Force Buys? Also immer das gleiche eigentlich, Lieblingsposies. Aber das ist auf jeden Fall viel zu aufwendig. Das würde man heutzutage, würden mich die Leute bei SK auslachen und mich schlagen, glaub. Ja, wenn du da mit dem 46-Seiten-Ordner oder 48-Seiten-Ordner ankämst, für einen schlagen, ja. Aber genau, man sieht ja hier, also hier erstmal halt ganz overall, sag ich mal, hier bei Torpedo Malle, sogar mit dem Rating auch gleich mit sehr unerfahren. Dann halt die Buns, also welche sehr wahrscheinlich sind, warum mit den Wahrscheinlichkeiten. Was jetzt ein bisschen
ich meine, das ist jetzt eine Fleißarbeit auf jeden Fall und klingt im Endeffekt erstmal banal, aber es ist schon extrem wichtig natürlich, dass man auf den Events da vorbereitet ist. Ne? Gerade so das Veto-Verfahren ist eigentlich das, was du immer, wo du immer der Mächtigere sein möchtest und das Ganze eigentlich unter Kontrolle haben möchtest und eigentlich in den Augen der Gegner sehen möchtest, oh scheiße, da haben sie uns gerade im Veto-Verfahren schon hochgenommen. Dann, ich sehe, du hast hier dann allgemeine Fakten. Wir gehen jetzt einfach mal, ich gehe jetzt hier nur mal die ersten paar Seiten kurz ein bisschen intensiver durch und rush dann den Rest mal runter, nur damit die Leute einfach mal sehen, was da alles so auf sie zukam. Also hier ist dann eine Match-Analyse von dir, von der Overpass-Demo von Torpedo, ne, die Pistol von denen, wo du dann mit Zeitangaben genau deren Favor-Taktik sozusagen runtergeschrieben hast. Also dann auch natürlich hier sich die Default-Runden, dann sogar hier mit roter Schrift, also auch hervorgehoben, die wichtigen Dinge. So, also ich finde, das habe ich so bis dato noch nie in meiner Hand gehabt, für mich selber. Also, so dass mir das einer so auf dem Präsentierteller hingelegt hat, so dass ich nur noch den Flug dahin oder sowas einmal kurz durchlesen muss und dann gut ready war. So, ich werde das jetzt mal kurz minimal beschleunigen für den Stream, was wir hier alles so haben. Also, nochmal Defaults, hier mit schönen Paint arbeiten, wo die. wo die Freiräume sind in den Runden, welche, was man da einnehmen kann. Dann den Default nochmal hervorgehoben hier auf das 2 dann. Also das ist schon wirklich, schon zu der Zeit muss man ja auch sagen, ne? 2015 so, ist schon echt mega intensiv, was du da auf jeden Fall sogar hier so Position, die Dati sehr, sehr, sehr oft und gerne spielt, nochmal hervorgehoben, also mehr vorkauen kann man einem das eigentlich schon nicht. So, also sag ich mal jetzt in Textform. So, Leute, ich gebe euch nur noch mal hier so einen kleinen Einblick, wie viel auf jeden Fall da gemacht wurde. Das gleiche auch Ends mit Buns, etc. pp. Favorite Taxi, Posis. Also ihr seht auf jeden Fall, hier ist ungemein viel vorbereitet worden. Ist natürlich jetzt die Frage, die sich die Leute da stellen, wie lange hängt man an so einer Mappe, sag ich mal. Boah, also das ist auf jeden Fall eine so 40 Stunden intensive Arbeit, aber das ist auch wirklich zu viel, also. Aber man muss schon sagen, es hat auf jeden Fall sehr viel geholfen und man hat es bei den Turnieren gemerkt, auch bei ESWC dann und so, dass es wirklich sehr viel geholfen hat und am Ende ist dann die Arbeit auch wert, also. Ja, ne, wenn du sagst. Wollte ich immer wieder machen. Genau, das ist es ja, ne, wenn man wenigstens sieht, dass diese intensive Arbeit zu irgendwas führt, so dann ist das natürlich ein anderes Gefühl, als wenn du so eine Arbeit hast, jemanden die Hand gibst, er blättert die ersten drei Seiten und schmeißt es einfach zur Seite, dann denkst du dir, ja gut, dann bräuchte ich das auch nicht mehr machen, ne? Aber ich meine, so Erfolg ist natürlich immer das positivste Feedback, was man auf sowas haben kann. Ja, genau. Wie haben die Leute reagiert, als du dieses Ding vorgelegt hast? Scars war erstmal, also der Manager von Etix war erstmal schockiert, weil er so viel ausdrucken musste. Hat erstmal geschaut, ob er noch genug Patronen im Drucker hat. Musste erstmal bei Alternate nachfragen, ob er so viel Blatt Papier haben darf. Ja, aber. Also am Ende war es in Ordnung. Ich meine, vieles haben sie nicht so genau durchgeschaut wie die verlorenen Pistol Rounds oder so. Die Defaults haben sie sehr genau durchgeschaut, sowas. Aber die haben, also kann es auch keinem übernehmen, wenn man da nicht alles durchliest. Kann man sich jetzt auch nicht auf Anhieb merken, wenn man das nicht diesen Vorgang intensiv mit dir. Ich meine, das Gute ist natürlich, dass du die Bann-Sachen kannst du kurz vorm Veto-Verfahren einmal nochmal durchscouten, so dann hast du es nochmal allgegenwärtig, so, obwohl du das hat man ja eh schon länger drin, so und so Pistols ist immer geil, das kann man sogar kurz vorm Match nochmal kurz durchzeigen, aber ich meine, vieles davon musst du ja auch nur kurz vorm Spiel nochmal, ne, erneuern, sage ich mal, ist ja nicht so, als wenn die Leute das einmal auswendig lernen mussten und dann nie wieder sehen durften und sich merken mussten, ne, so, also, da geht das ja, eigentlich genau. Dann schon, sage ich mal, dass man sich sowas merken kann und auf jeden Fall, was man natürlich nicht vergessen hat, du hast das Ganze halt, ja, freiwillig so auf Hobbybasis gemacht, gell? Ja, eben. Und das Allerwichtige habe ich ja eben auch rot, also highlighted. Deswegen, das ganz Rote, das war immer wichtig. Und sobald man sich das durchgelesen hat, reicht es auch, weil die meisten Serspieler sind eh lesevoll und wollen nicht lesen. Deswegen habe ich es immer noch gehighlighted. Ja, ist ja auch nochmal auf Nummer sicher gegangen, ja? Ja. Wie ist das eigentlich? Wurde zu der Zeit das irgendwie schon öffentlich diskutiert? Also irgendwie so ein Tweet von Alternate, yo, Swan ist unser Man, oder... Ist das noch so war das noch so hinter den Kulissen alles? Ja, es war alles hinter den Kulissen, wenn man dadurch eben diesen Competitive Advantage haben wollte, dass die anderen Teams nicht wissen, dass man quasi noch ein zweites Paar Augen hat, was sich auf die Gegner vorbereitet. Also das ist halt schon wichtig,
dass man sowas nicht unbedingt preisgibt, wenn es nicht unbedingt sein muss und man es eingeben muss beim Turnier. Ja, das ist nämlich gut, dass du es selber sagst. Und natürlich auch, sag ich mal, für die Leute zu Hause natürlich nicht schlecht zu wissen, dass man sowas jetzt nicht unbedingt immer spoilern möchte. Ne? Macht ja irgendwo auch Sinn, ne? Dass die Leute einfach in diesem Glauben bleiben, so, ja, okay, das sind die paar Leute, so, die kümmern sich eh nicht so darum, so, ja, genau. Aber dass sie dann nicht wissen, so, ey, ich sollte aufpassen, was ich in meiner ersten Runde spiele, weil da ist noch ein Typ hinter denen, so, der hat das alles so auf dem Schirm und ich kann mir nicht vorstellen, also, ja, mal so, wenn wir uns auf so ein Event damals vorbereitet haben, Kopenhagen Games oder so, das waren aber dann 15 Seiten, vielleicht für alle Teams und alles auch kurz, so stichpunkthaltig, ne, so, ja. Demos zusammengeguckt und stichpunkthaltig gemacht und das war ja wirklich schon eine, ja, deine kleine, deine erste Doktorarbeit, so. Ja, das hat mich weit gebracht auf jeden Fall. Das ist nämlich auch das Gute, was du sagst, weit gebracht wäre gleich dann der nächste Schritt, was ich vorher nochmal an der Stelle, wo du das alles gemacht hast, wo du diesen Kontakt hattest, hast du damit gerechnet, dass es für dich mal so weit geht, wie es danach ging? Ja, nee, also so weit auf keinen Fall, ich meine, das war ziemlich sehr rasant, dieser Aufstieg, also damit kann man eigentlich gar nicht rechnen. Ich hätte jetzt halt gedacht, okay, vielleicht ein anderes Tier-2-Team oder so, Complexity oder irgend sowas, aber nicht direkt in so Tier, in die Tier-1-Szene rein, ohne große Erfahrung. Ja, weil, ich meine, Alternate ist jetzt, war jetzt nicht ganz unbekannt, ne, muss man dazu sagen, glaube ich, ne, ich glaube, da waren so ein bisschen, hatte man das auf dem Schirm, glaube ich, ja. Ein Erfolg oder so, ich glaube, das ESWC, war es das? Ja, genau, das war der größte Erfolg auf jeden Fall. Genau. Also die waren da schon gut etabliert in der Tier-2-Szene mit dem Lineup auf jeden Fall. Und haben auch schon ab und zu gegen Tier 1 gekämpft. Auch, wir haben ja auch E-League gespielt damals. Genau. Gegen Astralis und so. Also wir waren schon relativ gut etabliert mit dem Lineup. Ja, das darf man echt nicht vergessen, ne? Gerade so E-League, so, dass ihr da wart ja so auf den Finals, ne? Mit dem Lineup. So dass... Ja, genau, gegen Astralis und so. Wir hatten die krasse Gruppe mit Astralis und nochmal zwei Knalle. Ja, also. Damals da... TSM. Und das ist halt, ne, also. Da merkt man schon, dass es irgendwie, also ich sag mal, man hat sich jetzt nicht unbedingt gewundert, dass Alternate so gut gespielt hat, aber man hat schon, also ich sag mal, seit deinem Einstand da hat man doch schon gemerkt eigentlich, dass da Erfolge auf einmal generiert wurden, weil E-League, ESWC, das sind schon zwei, so auf jeden Fall beides, E-League ist mega groß und ESWC ist halt Prestige des Lebens und das ist halt ja. Das Kult-Event seit 15 Jahren eigentlich. Das ist auf also, jeden Fall sind, wichtig gewesen, ne? Kann man... Jetzt so im Nachhinein, wenn du jetzt so an diese Alternate-Zeit denkst, ne, an diesen, so dass Crispy dich angequatscht hat und so, ey, helf mal ein bisschen, kann man eigentlich sagen, dass er so dir mit auf den Weg, also diesen Berufszweig so ein bisschen geöffnet hat? Auf jeden Fall, ohne Crispy wäre ich da nicht reingekommen. Da bin ich Crispy auch immer dankbar, aber ist auch mein Bruder, das weiß er also. Ja, ne, Crispy, das ist echt, da werde ich ihm immer dankbar sein. Das finde ich super, Mann, dass man sowas auch, ja, von beiden Seiten, ne, also ich meine, zum einen hast du ihm ja auch super geholfen zu der Zeit, dass, umsonst mega viel Arbeit reingesteckt, ne? Das kann man nicht immer so, das ist ja nicht das Normalste der Welt so und deswegen finde ich das, ich finde es halt geil von beiden Seiten so, dass er auch dir, sag ich mal, als unerfahrenes, unbeschriebenes Blatt, sag ich mal, eine Chance gegeben hat, weil ich sag mal, wenn man heute irgendwie liest, dass Leute Coaches oder Analysten sucht, dann wollen die immer gleich, oh, mindestens Div irgendwas, ja, genau. Erfahrung, so, ne, also da sucht ein Tier 2 Team, die wollen aber mindestens Tier 3 Erfahrung, ja, haben, so, weil da drunter hat ja keine Ahnung. So, und ich meine, besseres Beispiel, was auch ab und zu muss ich mir selber auch ankreiden, ne? So, ich bin ja auch so ein Typ, der sagt, ja, chatte mir nicht rein, wenn du nicht mal, ne, so eine große LAN gespielt hast, aber ich meine, das sind halt Aspekte so, die genau das mal widerlegen, so dass man nicht eben 20 Profi-Jahre erst auf dem Buckel haben muss, um dann irgendwie ein super Analyst oder super Coach zu sein. Ja, das ist auch der Fehler in CS Deutschland zurzeit, so junge Spieler lassen sich halt nichts sagen, außer du bist, keine Ahnung, Capio oder irgend so jemand. Ja, die. Das ist ja, halt ja. Auch das Problem leider. Das ist auch das, wenn Leute mal fragen, wo das Problem ist, ist leider das Hauptproblem, was am wenigsten irgendwie so, was man am wenigsten transparent zeigen kann im Endeffekt, weil so wie die Leute sich dann verhalten, das kriegt man halt dann schwer kommuniziert, ohne dass man sich selber zum... Wenn man so eine Aussage macht, dann ist es immer so, ja, komm, die übertreiben doch damit oder so. Oder das kann ich mir nicht vorstellen, so, weil man selber ja. Halt, ne, als Zuschauer da nie drinsteckt oder das so super nach draußen bringen kann. Du sagtest, dass du ja nicht damit gerechnet hast, dass es für dich so groß weitergeht. Was war denn der nächste große Schritt für dich dann? Also der nächste große Schritt war auf jeden Fall nach ESWC, als wir wussten, dass Keith zu Big gehen wird. Und dann habe ich mich halt aktiv umgesucht und habe geschaut, wer so eventuell suchen könnte. Dann wurde mir gesagt, dass Liquid auf der Homepage eine Stellenausschreibung hatte.
Und ja, also ich bin jetzt ohne Hoffnung reingegangen und dachte mir halt, ja komm, mehr als Nein sagen können die nicht. Also, die werden dich wahrscheinlich auslachen, weil du wirklich null Erfahrung hast, ein bisschen bei Attex rum analysiert. Werden dich halt auslachen und schreiben, ja, nee, schauen. Und wieder irgendeinen alten Pro-Player holen, der das macht, aber immer. Ja, aber das Aber ist natürlich dann das Ja, Interessante, genau. ne? Also du bist selber mit relativ wenig Glauben daran reingegangen. Du hast dann, ich glaube, so da gab es dann eine erste Phase oder so, ne? Wo man erstmal so ein bisschen so Informationen über sich abschicken musste, oder wie war das? Ja, genau, also in der Phase 1 nur so eine kleine Beschreibung über sich selber, was man gemacht hat. Wenn man Erfahrung hat, sein Portfolio reinschreiben, sowas, also dass die einen Überblick haben, wer jetzt vielleicht gerade Goldnova ist und wer. Naja, okay, wenigstens schon mal so eine ganz Ja, grobe genau. Filterung, ne? Ist das so, dass du da schon theoretisch deine Attax-Arbeit so als Attachment mitgeschickt hast, so, das ist meine Arbeit gewesen? Ich meine, okay, was könnt ihr damit groß anfangen? Ist alles auf Deutsch, ne? Aber die Ja sehen gut, vielleicht aber dein Fleiß. das war wichtig. Also ich habe auf jeden Fall das für ESWC reingepostet und auch den Erfolg damit. Und das Gute war halt, dass ich eben viel mit Visualisierten gemacht habe, also mit Bilder und so, dass du auch, wenn du Englisch sprichst, quasi viel da rausholen konntest. Also das war halt auch schon wichtig, weil das mit dem Visualen habe ich so auch noch nicht gesehen bei irgendjemand anders, Ja, das was eben war. auch wichtig ist. Ja, wie gesagt, ich habe es ja, ne, auch gerade gehört. Also, wenn wir was gemacht haben, dann war es immer halt so ein Notizblock eigentlich nur. Und das nochmal so rüberbringen ist halt doch nochmal eine andere Art. Ne? Besonders wenn Augen und Ohren gleichzeitig so ein bisschen beansprucht werden, ist halt auch der Lerneffekt höher. So, das Ja, kennt man. genau. Das hat einem leider schon der Lehrer damals erzählt, wo man gesagt hat: Komm, gib Ruhe. So, mach. Aber da ist auf jeden Fall was dran. Ja, du hast mir hier dann was zur Verfügung gestellt, und zwar die Antwort, die du dann bekommen hast auf deine, ne, auf deine Phase 1, sag ich mal. Ich zeig dir einmal ganz kurz für den Stream. So. Ja, also ich gehe nur einmal. Ja, danke dir für das Interesse, die Liquid-Familie zu joinen. Ich mag deine Passion und deine Kommunikation durch den ganzen Prozess. Application Tool, wie du informiert. Ja, ne, also sind froh, dass sie dich, dass du ein Step weiter bist halt in dem Ausschlussverfahren. Ist dir da schon klar gewesen, wie viele noch da sind? Nee, wusste ich da zurzeit gar nicht. Aber ich dachte mir schon, dass es ein kleinerer Pool ist, weil die keinen Bock haben werden, 100 Google Docs durchzulesen, wenn davon 90 wahrscheinlich scheiße sind. Also das heißt, wo hast du jetzt so im Nachhinein erfahren, so wie viele da noch mit dir in dieser Auswahl waren, oder einfach nur wenig? Also, ich weiß nur, dass am Anfang 600 waren. Aber wie viele pro Phase genau waren, weiß ich nicht. Okay, und dann, ja, hast du sozusagen so eine Aufgabe bekommen, nochmal so ein Analyse-Project sozusagen. Also sie haben dir gesagt, was sie genau von dir analysiert haben wollen mit dem Archiv zu den Demos, in welchem Format sie das haben wollen, richtig? Ja, genau, das muss ich alles machen, was da auf der E-Mail steht. Und daraufhin hast du auch was uns auch nochmal zur Verfügung gestellt, und zwar was du dann abgeschickt hast. Ich werde das jetzt auch einmal hier zeigen für den Stream. Das war, also den habe ich ja schon gesagt, den Header, der ist natürlich, den kennen wir mittlerweile. Der wurde Da, angepasst. ja, das war nicht auf an der gleichen Stelle. Immer ganz oben. Genau, also, und ja, ich gehe jetzt gar nicht so extrem drauf ein, ich möchte nur einmal auch nochmal hier zeigen, was du dann da im Endeffekt abgeschickt hast. Natürlich jetzt hier auf Englisch, ne, war das jetzt schwer? Also es ist, ne, ich meine, du hast Zeit zu überlegen, was du da genau hinschreibst, aber so im ersten Gedanken hat das deinen Prozess schon erschwert, oder war das Es locker? ist halt schwer, weil es nur eine grobe Beschreibung ist und nicht Kontakt habe, so wie mit Crispy und Emmy genau sagt, was ich machen soll. Das ist halt so ein freies Ding, wo du so denkst, oh shit, was mache ich denn jetzt wirklich? Ja. Das ist halt, ich weiß nicht genau, was willst du von mir jetzt? Auf was legt der Wert und so? Genau, also ja, das stimmt, du Das hast ist jetzt halt echt. schwer. Man sieht es hier nochmal so, du hast so Tendency und sowas. Also. Du hast schon auch so relativ allgemeine Frage bekommen, ne? Und nicht, Ja, eben, ja. was macht Spieler Nitro falsch oder so, ne? Und du kannst dann genau punktiert das sagen, ey, das ist dein Fehler, sondern das ist schon relativ allgemein gehalten. Das kann man wirklich so Ja, sagen. das war Und schwer auf jeden Fall. ja, aber hier ist auf jeden Fall nochmal dann deine Antwort auf das Ganze, was ja auch nochmal echt hier, wir schauen, auch nochmal 11 Seiten. Für die 3 Punkte, die dir da zur Verfügung gestellt wurden. Und die Frage ist natürlich, wie lange saß man an sowas dran? Also haut man das in der Nacht weg und korrigiert das Ah. dann nochmal einen Tag später, oder ist das schon so ein, lässt man sich da schon besonders Zeit? Ja, da habe ich mir schon besonders viel Zeit gelassen und alles nochmal fünfmal gecheckt, die Demos und so, ob auch alles passt. Also ich würde schon auch sagen, so 8, 9 Stunden normale Arbeit schon. Ja, ich meine, das ist ja auch wirklich, also.
Du hast ja auch mit Heatmaps etc. gearbeitet. Wo hattest du die her? Also, wie hast du dir die zur Verfügung gestellt? Stats Helix war das damals, das war damals noch for free. Ja, natürlich auch, auch etwas, wo natürlich auch jetzt Teams immer mit arbeiten können, mit solchen Sachen. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, hast du das so gemacht und abgeschickt oder hast du es zum Beispiel von einem Crispy nochmal gegenlesen lassen oder von irgendwem einfach so, um so eine Bestätigung zu bekommen oder hast du das voll in deinem Rausch selber alles durchgezogen? Einfach alles selber gemacht. Ich habe mit niemandem Absprache gehalten. Ja, und ja, das, wie kam dann das Ergebnis an dich ran? Also, wie ging das dann weiter? Du hast genau diese Google Doc abgeschickt und was war dann der nächste Schritt? Ja, dann habe ich das abgeschickt. Dann kam die E-Mail zurück eine Woche später oder so, die Phase 3 E-Mail, wo drin stand: Okay, sehr gut. Wir würden jetzt noch gerne ein letztes persönliches Interview haben mit unserem Analystenpool, das waren dann noch 3 Stück, um dann zu finalisen, wen wir picken. Okay, da warst du dann im Teamspeak oder wie? Ne, da war ich eben gerade in England im Auslandssemester und Ja. dann haben wir das einfach übers Handy gemacht und hab damit Robin Niemann war das früher, der E-Sports-Direktor von Liquid und mit Zeus so eine Telefonkonferenz gehabt. Das ist, wie nervös ist man da? Also. Ah, schon ziemlich. Also ich konnte auch nicht so gut schlafen, weil es halt schon so ein kleiner Traum war und man da nicht verkacken wollte unbedingt. Ja, das glaube ich dir. Zwischen also dem Abschicken von deiner Phase 2 und der Antwort, dass du in der Phase 3 bist, wie viel Zeit vergeht dazwischen? War nicht viel, 8, 9 Tage, also die haben es richtig schnell durchgemacht, die brauchten unbedingt jemand. Aber es sind trotzdem auch ein paar Tage, ne? Also es sind schon so ein Ja. paar Tage, wo du sagst, ja, kommt da jetzt noch was? Oder ne, Ja. wie sieht das jetzt aus? Und wird das jetzt hier noch was, das Ganze? Also du hast ja dann schon, als wusstest, okay, es geht mit Alternative zu Ende, ich guck mal aktiv, wie es jetzt für mich weitergehen kann. Hast du in der Zwischenzeit irgendwie was für dich gemacht, so als dass du in diesem Aufgabengebiet oder wolltest du erstmal gucken, ob es überhaupt für dich weitergeht? Ah, ich habe halt allgemein weiter Matches geschaut, dass ich quasi im Fluss bleibe. Ich habe mir Notizen gemacht. Also ich habe auf jeden Fall mir weitergearbeitet, aber jetzt halt nicht so aktiv, wie wenn ich ein Turnier vorbereiten würde. Aber es ist schon wichtig, dass man nicht einfach so einen Monat nichts macht und weil die Meta ändert sich ja auch ständig und so. Ja, genau, das sieht man ja eigentlich auch Also. relativ geil auf diesen ganzen, wenn du dir mal diese Overviews hast und so, ne, da kann man schon auch viel sehen, wenn sich was verändert in dem Spiel, oder? Ja, eben. Also. Das muss man muss drin bleiben. Du kannst nicht einfach einen Monat nichts machen und dann zurückkommen. Weil damals war es ja auch gerade mit der Tech9 und so, dass die so übertrieben overpowered war. Also, dann wurde das noch genervt, dann kam die CZ rein, dann gab es ein Patch, wo die AOG so ultra krank war, aber auch nur 2 Tage wurde gehotfixed. Also, Man muss da immer up to date eigentlich sein, ne? Permanent. ja, was Valve da mit dem Game zu der Zeit gemacht hat, war krank. Ja, das denkt man sich leider zu oft immer noch. Also, so ist es ja wirklich nicht. Würdest du sagen, dass der Attack-Sieg, also so das ESWC und so, nochmal irgendwie so ein i-Tüpfelchen für dich war, was für dich gesprochen hat? Ja, ist auf jeden Fall wichtig. Also es war so einer der einzigen Erfolge von einem deutschen Team international zu der Zeit. Damals gab es ja noch kein Pico oder so. Und es war auf jeden Fall wichtig, dass Deutschland, also nicht Deutschland, aber halt ein deutsches Team da mal wieder was geholt hat und ich da halt auch ein bisschen was dran zu tun habe. Natürlich nicht alles, aber ein bisschen was wenigstens. Ja, ich meine, du hast den Job, den sie gesucht haben, hast du dort gemacht, ne? Ich meine, das ist ja eigentlich schon alles, was man sagen muss zu der Sache. Ja, genau. So, du bist dann, du hast das Telefoninterview gehabt. Wie lange hat das dann ungefähr auf sich genommen, bis du dann irgendwie so ein finales Feedback bekommen hast? Aber das Telefoninterview an sich ging so eine halbe Stunde. War auch nicht so tragisch. Da ging es hauptsächlich so, um was ich gerade mache, schulisch, ob ich die Zeit hätte und eben wie meine Sicht auf CSGO ist, was ich für Ideen hätte, was für Perspektiven, wie ich Liquid besser machen kann. Und dann habe ich jetzt eben, ich würde sagen, das ging relativ schnell, 4, 5 Tage danach haben die das mir jetzt schon zurückgesagt, also haben sie mir dann quasi zugesagt direkt. Herz geklopft, warst du richtig glücklich oder konnte man das noch nicht realisieren zu der Zeit?
Ja, also ich war auf jeden Fall glücklich. Auch als ich die E-Mail bekommen habe auf dem Handy, hatte ich halt so übertrieben Angst, erstmal die zu öffnen. Achso, so im Betreff stand da nichts so Finales, Ja, ja. genau. Ja, Re, Phase genau. 3, so. Das hat er so mit Ja. Zittern aufgemacht, das Ganze. Ja, den Code zweimal falsch eingegeben und dann. Und dann stand da halt drin, dass die mich nehmen, und dann war ich schon echt übertrieben happy. Erstmal so meine Eltern angerufen und so. Ach krass, ja, ich meine, man sollte das auch jetzt nicht so, ne? Es ist halt Liquid, das ist eine unmenschlich riesige Organisation, die dahinter steckt, ne? Du bist jetzt nicht so irgendwie, wie du sagtest, ne, wo du dich dann eigentlich gesehen hast, bei irgendeinem Tier 2-Team oder so untergekommen, sondern du bist halt full durchgestartet. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, das war nicht nur Liquid, sondern du hattest ja auch einen neuen Mentor dann zu der Zeit, den du dann Ja, kennenlernen genau. durftest. Also den besten Coach der Welt, würde ich so sagen. Der halt Major ohne Ende gewonnen hat mit Luminosity damals. Also das war schon echt krass. Ja, vielleicht für die Zuschauer, ne? Zeus, also ist jetzt hier die Person, die Personalie, von der wir hier Ja. reden. Und wie ist das? Also wie waren so deine ersten, sag ich mal, ein, zwei Amtshandlungen bei Liquid? So, du warst jetzt neu da, joint man dann einfach damit aufs Voice, sagt, ey Leute, was geht ab? Hey Leute, I'm Swanee? Oder ist das so, dass du irgendwie erstmal nur mit Zeus geredet hast? Oder wie ging das so weiter? Ja, erstmal nur Skype eingearbeitet mit Zeus, so was er Wert drauf legt, was er haben will von mir, was ich mich fokussieren soll, schon mal so Demos gegeben. Und das Gute ist, dass die halt so Offices hatten und dann beim Skype-Call einfach Video angemacht, alle vorgestellt kurz, alle Hallo gesagt. Also es war relativ freundlich direkt, Ja. ohne große Beschwerden oder so. Hat man sich also direkt wie in der Familie gefühlt. Ja, wenn man wenigstens mal Gesichter dazu auch sofort sieht. Ja, genau, die hatten da auch gar kein Hehl draus gemacht zu den Spielern oder so, dass jetzt jemand Neues da ist und direkt weitergemacht. Ist es so, dass du, so ich stelle mir das jetzt halt noch mal trotzdem ein bisschen komisch vor. Also du kommst jetzt in eine neue Umgebung, so es sind halt erfahrene Spieler, ein super erfahrener Coach. So, wie kommt das dann an, wenn da so der Neue ist? So, ich meine, am Anfang ist es vielleicht so alles so, hey, geil, nice to meet you. Aber wie ist das dann so, wenn du dann so deine ersten, in Anführungszeichen, Arbeiten so abgibst? Am Anfang sind sie natürlich alle immer noch skeptisch ziemlich und vertrauen der Arbeit nicht so ganz, vor allem bei den ersten Dingen. Aber das war halt verständlich, das hat auch Sus gesagt, dass es da natürlich von einem Pimp oder so, der schon länger spielt, jetzt nicht direkt auf Anklang stößt, aber sie haben es am Anfang schon relativ gut aufgenommen, wenigstens. Und Sus hat es direkt gut aufgenommen und hat mir direkt voll das Vertrauen gegeben, was wichtig war. Ja, ich meine, das ist ja, kann man ja auch noch dazu mal sagen, ist ja allgemein wichtig, dass der Coach dann auch das so angenommen hat, ne? Weil ein Coach so jetzt in den Staaten, so bei Ami-Teams hat nun mal eine andere Rolle, ne? Als jetzt, wenn man sich das so in Deutschland vorstellt, oder? Ja, vor allem bei Liquid war es sehr wichtig, dass der auch mehr so ein Vater ist, der Zeus vor allem. Weil wir hatten sehr junge Spieler, wir hatten Elise drin, wir hatten Twist drin, wir hatten Stanislaw drin, alles junge Spieler mit relativ wenig Erfahrung, die so auch ihre erste Gaming-House-Erfahrung hatten, wo ein Zeus sehr wichtig war als Vaterperson, auch nicht nur als Coach im Server. Wer hatte das Sagen im Haus? Ja, auf jeden Fall Zeus. Also Ja. das hat er auch klar gemacht, also. Ja, also, Da das gab es ist, doch keine zwei Meinungen. genau, das wollte ich auch nochmal vor ihm. Also, ist schon jemand, wenn er sagt, dass deine Arbeit Hand und Fuß hat, dann hat sie das fertig. So, Ja. und dann haben die Leute das auch dazu akzeptieren. So, das kann man sich jetzt, sag ich mal, in Deutschland noch nicht so krass vorstellen, wenn jetzt ein Kakafu sagt, ey, das ist gut, dann heißt das noch lange nicht, dass da jeder drauf hören muss und dass er das entscheiden darf, dass das jetzt gespielt wird. So, und bei Zeus, ich glaube, der hat da eine ganz andere Stellung zum Beispiel. So, der ist da schon in der Machtposition auf jeden Fall bei Liquid. Auf jeden Fall, das ist was komplett anderes, wenn so ein Major-Sieger-Coach zu dir kommt und es hat einfach schon so eine Aura an sich, weil du weißt, dass er verdammt viel Ahnung hat vom Game, weil er mit Fallen gearbeitet hat alleine schon, also. Genau, da erkennt man ja auch Ist genau einfach dann so eine den. Aura halt. Der hat ja auch an sich eine gute eine Aura, ist ja schon ein stabiler Dude auf jeden Ja. Fall. Also, da will so ein gerade 16-Jähriger oder so, will da glaube ich nicht falsch reagieren bei ihm. Ja, das ist also, ja. Hattest du, also so die Aufgaben, die man dir dann gegeben hat, war das so am Anfang noch ein relativ allgemein und wurde dann so ein bisschen spezieller, individueller? Ja, genau. Am Anfang war es auf jeden Fall noch mehr auf After-Prag-Analyse bezogen und so. Noch nicht so viel mit individueller Arbeit,
erstmal, dass die Spieler wissen, dass meine Arbeit gut ist, dass meine Arbeit Sinn hat, was ich so mache. Das war erstmal wichtig, dass die so ein Vertrauen auf mich bekommen, auf jeden Fall. Und danach ging es dann eigentlich relativ schnell, als ich mit den Leuten auch mehr Kontakt hatte außerhalb vom Server, wo man auch mehr zum Freund wurde und nicht nur ein Arbeitsverhältnis hatte, sondern auch wenn die Spieler Probleme hatten, kamen die zu mir und wollten mit mir reden. Also das war auf jeden Fall auch wichtig, dass das der nächste Schritt war. Genau, also dann war das ist ja auch genau so eine Sache, ne? Und das ist ja auch für dich irgendwie wichtig, ne? Um halt so Teil der Familie noch mehr zu werden, ne? Dass man ja nicht nur so Hi Sus und Sus gibt weiter, sondern dass du auch selber das, so diesen Draht zu den Spielern bekommst. Und ja, wie du sagtest, wenn dann auch die Spieler wiederum auf dich zukommen, ist das ja auch ein super Feedback, was man haben kann. Ja, vor allem, weil ich eben gerade mit Twist und Elise zwei sehr junge Spieler hatte, war es für mich echt wichtig, dass ich denen ihr Vertrauen habe und dass die auch wissen, dass die danach mit Sachen auf mich zukommen können, auch meine Arbeit gerne kritisieren können, weil durch Kritik lernt man halt am meisten. Wenn mir einer nur sagt, ja, deine Arbeit ist gut, aber am Ende ist es scheiße eigentlich, aber traut sich es nicht zu sagen, hilft mir das halt auch nicht weiter. Ja, das kannst du laut sagen. Ja, du sagst ja, also gerade die Jungspunde dort, das ist ja, das können wir ja sagen, so der Nachwuchs US, wie kann man das vergleichen mit dem deutschen Nachwuchs, mit den Jungspielern? Puh, also Twist und Elise sind schon echt, also das kannst du in Deutschland gar nicht vergleichen, die sind schon auf einem komplett anderen Stern. Ja. Also die sind wirklich, die sind, damals waren die beide 17 und richtig, richtig, richtig starke Spieler, aber halt die hatten taktisch nichts im Hund, also das müsste man denen halt noch einbläuen. Aber in Deutschland muss man auch sagen, ist nachwuchstechnisch geht da jetzt nicht so viel, muss man einfach sagen. Ja, ja, also da, also da rückt ja nichts nach. Genau. Ja, genau. Beides, genau. Also der Nachwuchs, den man, der plausibel wäre oder der Sinn machen würde, den kann man irgendwie nicht wirklich fördern, weil es da kaum die Möglichkeiten oder das Interesse daran gibt. Aber ich habe gehört, das soll sich auch bald ändern. Ja, aber Lenz hat es ja auch gut gesagt, weil früher hatte man ja so 20 Personen oder so für eine Position zur Auswahl. Und heute hast du halt an der AWP hast einen Syrson und das war's. Da kommt dir vom Nachwuchs nicht so wirklich viel. Genau, ja, aber das ist... Also, deshalb Deutschland ist echt schwach zurzeit. Ja, das ist aber die Frage, warum eigentlich? Weil es ist ja nicht so, als wenn wir nicht genug Spieler hätten oder sowas. Ne? Aber ich glaube, das ist halt echt so eine Full-Einstellungssache, ne? Weil so, schon allein, wenn ich sehe jetzt Nachwuchs, da gibt es ja jetzt die GPL zum Beispiel, da kannst du ja mit Nachwuchs in Anführungszeichen spielen, aber du guckst da rein, ich meine, okay, die sind erst 16, 17, aber die haben so 3000 Stunden oder 4000. So, wenn ich jetzt in Schweden gucke oder in den Staaten, wenn du da einen 16, 17-Jährigen hast, der hat halt 9000 Stunden. So, ne? Das Problem ist wirklich die Einstellung einfach. Die denken, wenn sie in so einen Gopher CSGO Cup für 100 Euro gewonnen haben, sind sie die krassesten und müssen sich nichts sagen lassen. So. Ja, das ist halt schade. Ich meine, das ist halt low. Einfach halt denn je kannst du ja. Es ist halt low. Also, ja. Merkt das, merkt euch das, Jungs. Es ist halt low. Das sind ganz, ganz trocken runtergehauen. Ich meine, wie, aber ist das nur wirklich rein die Einstellung oder ist halt auch fehlen vielleicht auch Personen, die Einstellung so ein bisschen upgraden? Ich meine, wär so ein Elish ohne einen Zeus das, was er dann ist oder so? Ah, nee, natürlich nicht, weil also auch organisationstechnisch ist Liquid halt was komplett anderes. Die haben so viele Möglichkeiten, das hast du in Deutschland nicht mehr annähernd. Und bei Liquid, du musst halt einfach nur game quasi. Für alles andere wird gesorgt. Mhm. Ich mach die Analysen, Zeus macht den Coach, also der labert dir noch alles vor. Du musst einfach nur auf den Deathmatch und hitten quasi. Du musst eigentlich nichts machen. Du kriegst von Liquid alles, du kriegst jeden Flug, alles und du warst wirklich so, dass du Full Focus aufs Game hast. Das ist halt in Deutschland so nicht vorhanden für den Nachwuchs und sonst wäre Twist und Elise auch nicht so gewesen. Waren die Jungs trotzdem an sich, als du dann neu warst, waren das schwere Charaktere oder gab es allgemein bei Liquid so jemanden, wo du gesagt hast, boah, der ist schon anstrengend so? Ja, Elise war schon. Vom Feedback her. Elise war schon schwer, also der war auch echt. Also es gab auch ein paar Reports, dass der toxic war und so und das war halt auch so, weil er halt jung war, krass gehittet hat, nicht so ein gutes Team hatte und dann halt oft frustriert war, weil er halt immer so die 30er-Bomben droppt, aber sein Team halt nichts macht quasi. Das war halt die Einstellung, die bei ihm noch so schlecht war, an der man unbedingt arbeiten musste. Ja, eigentlich eine deutsche Einstellung, oder? Ja, genau, und das ist halt wegen seiner fehlenden Erfahrung gewesen. Ja. Aber es ist halt bei Liquid, wenn du sowas machst, du kriegst halt auch direkt Strafen, also wenn du schon nur nach einer schlechten Runde ins Mikrofon so ausgern, so, was halt übel nervig ist als Teammate. Ja, weil du sofort, weil jeder abgefuckt ist, weil er weiß, er ist jetzt abgefuckt. Genau. Und dann, also da gab es halt bei Liquid auch schon direkt Strafen und sowas gab es halt auch gar nicht mehr.
Okay, das ist schon echt ein ganz anderes Level, ne? Also, ich meine, es ist so, jetzt, wenn man das so hört, denkt man, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es klingt auch banal, aber wenn du in so einem PCW bist oder in einer wichtigen Runde oder in einem wichtigen Match und einer gibt dir halt durch seine Gestik, Mimik, durch alles irgendwie zu verstehen, gerade, dass er voll abgefuckt ist, Ja. so. Besonders auch irgendwie so dieses so, er fordert eine Flash, stirbt und dann so ein Ausatmer, dann weiß dieser Ja, Flashgeber genau direkt, ey, der sowas. meint doch mich, Alter, jetzt, dann hast du zwei Spieler kaputt gemacht. So. Der eine ist tilt und der andere ist einfach sad so in dem Moment, weil er genau weiß, ja, jetzt ist er noch sauer auf mich und so. Aber das ist schon, ja, schon Peitsche auf jeden Fall, ne? Ja, also Also. sowas gab es dann gar nicht mehr. Also du musst diesen jungen Spielern einfach von Beginn an Disziplin reinbringen. Du darfst die nicht auf deiner Nase rumtanzen lassen, nur weil sie hitten oder so. Also ist ja eigentlich das, ne, was in Deutschland ein bisschen so fehlt, ne? Weil, ich sag mal so, als Rohling waren die ja auch krass, toxisch, ja, Ja. schwer. So eigentlich, ne, ist das ja dann so eine Institution wie Liquid, die dann irgendwie gefehlt hat, wo dann halt Big Daddy Zeus am Start ist, der sagt, ey, nochmal so ein Ding und du bist raus. So. Ja, genau, also da konnte das Gute war auch, dass ich so dann halt so selber quasi sagen konnte, ey Elise, sowas geht gar nicht, so und auch selber die Freiheit hatte, so Strafen quasi zu verteilen, falls irgendwas war, was ich gemerkt habe während dem Prag. Das ist schon eigentlich ein mega Vertrauensbeweis, oder? Also das kam dann, denke ich mal, mit der Zeit so, dass du da, dass Ja, gesagt wurde, genau. ey, so wenn du jetzt was merkst, du hast jetzt auch so in Anführungszeichen die Befugnis, das weiterzuleiten. Es war auch wichtig von Anfang an quasi, dass die Spieler wissen, dass ich quasi noch über denen stehe als Autoritätsperson. Und die nur und nicht nur Sus da quasi das Sagen haben und wenn sie mit mir im One-on-One-Gespräch sind, dass sie quasi machen können, was sie wollen. Ja, aber ist ja auch wichtig, weil sonst hat deine Position ja keinen Wert gehabt, ne? Weil dann gibst du dir alle Mühe, suchst es gerade irgendwie im Office so, hat was anderes zu tun, du rackerst dir einen ab, denen das zu erklären, und die spielen sich an den Füßen und lachen sich dabei, ne, so das. Ja, genau, so am Handy rumspielen oder so, während du mit denen redest, sowas. Genau, ja, oder das gute alte Steam, ganze Zeit schreiben im Prag und so, ich gibt's ja auch die Classics. Ja, genau. Wie ist das damals gewesen? Also, ich meine, du hast ja dann noch in Deutschland ganz normal gewohnt, oder warst du ganze Zeit in dem Auslandssemester, von dem du gesprochen hast? Das war so mit dem Auslandssemester, aber ich bin nach 2 Monaten wieder nach Deutschland zurück, nach Freiburg und dann wieder nach Karlsruhe und hab's da dann fertig gemacht, alles. Also ich habe alles von Deutschland aus meistens gemacht. Dann war das auch jetzt nicht naheliegend oder so, dass du dann irgendwie mit bei dem Teamhaus bist oder so. Da gab es auch dann Ausflüge mal in die Staaten für dich, wo du das dann mal alles vor Ort mitkriegst. Ja, ich war einmal im Bootcamp vom Krakau Major, aber sonst nicht, weil ich war gerade im 5. Semester und ich wollte jetzt nicht mein Studium nur deswegen abbrechen, weil ich wollte nicht einfach nur wegen dem Job, weil ich nicht nur noch ein Jahr habe, mein Studium abbrechen. Ich wollte unbedingt einen Plan B mit dem Bachelor haben, weil der E-Sport ist einfach viel zu schnelllebig. Das kannst du nicht drauf ansetzen lassen mit so einem Job. Das ist absolut wahr. Und ich meine, dass gerade das ist ja immer noch so, würde ich behaupten, immer noch so ein Traum gewesen, ne? So irgendwie das Verhältnis, so dieses, oha, auf einmal ist man bei Liquid und Liquid ist schon eine große Orga, ja, die wissen auf jeden Fall, dass man seine Leute auch bezahlt, sage ich mal. Und so, das muss man erstmal, glaube ich, realisieren und erstmal daran glauben, so, dass das auf Dauer geht, ist so eine Sache, ne? Weil, wie du sagst, der E-Sport ist schnelllebig und da kann vieles passieren. Und gerade, ich sag mal, so eine Rolle wie Analyst ist ja auch immer noch so eine Sache, ne? Ich sag mal, wenn morgen Sponsor abspringt und man muss was bei einem CS-Team cutten, klingt gemein so, Und aber Trip, ja, ich so, bin weg. ja, so, es klingt gemein. Also deswegen hast du das auf jeden Fall, hast du dann natürlich alles für dich richtig gemacht. Aber war das dann trotzdem so, dass du genug Zeit auch für das Ganze aufbringen konntest, sodass du es Ja, für dich auch ja. zufriedenstellend gemacht hast? Ja, klar, vor allem, also da war gerade eben die Zeitzone auch quasi gut für mich, weil ich eben mittags gut in die Uni konnte ohne Probleme und abends dann quasi, wenn die anfangen mit Practice, ist ja bei denen mittags, wenn bei mir so 12 Uhr nachts ist. Ja. Da hatte ich da den vollen Fokus drauf, als ich hätte quasi 2 Fulltime-Jobs die ganze Zeit. Ganze Zeit tue ich ja eigentlich ganze 24 Stunden hast du eigentlich was zu tun gehabt, wenn du wolltest. Ja, quasi, ja. Ja, wenn du einen freien Tag in der Uni hattest, wann bist du aufgestanden? Ja. Um 8. Ja, das ist halt, ja, ich meine, aber auch Ja, angenehm, klar. ne? Ich meine, Nacht zu arbeiten hat auch was. So eine Also ich gewisse find's gut, Ruhe. da stört dich niemand, ja. Genau, du hast so eine gewisse Ruhe. So, ich mochte das selber auch eigentlich immer nachts Sachen zu erledigen, weil keiner kann dich stören, so ist alles friedlich, ruhig und so, da kann man. Hat ja auch was. Aber so für Soziales war es ein bisschen schwer dann, ne, in der Zeit.
Auf jeden Fall, aber Liquid hat mir ja auch echt viele Freiheiten gegeben, auch wenn ich mal was jetzt an dem Tag nicht direkt machen konnte und was wegen Uni hatte, haben die auch gesagt, kein Problem, Uni geht vor, dann machst du das einfach später. Okay, das ist natürlich mega, mega krass. War das so, dass du bei Liquid dann schon, dass das dann alles vertraglich schon geregelt war? Ja, war Fulltime-Vertrag schon alles fertig, ein Jahr lang. Okay, war das immerhin schon mal ein Jahr. Ja, aber ich wäre schnell rausgekickt geworden, wenn es sein müsste von dem Vertrag Ich her. wollte gerade sagen, also War ein es sieht. schlechter Vertrag für mich, schnell raus, aber schlecht raus, wenn ich raus will. Ja, so sind sie, die Orgas, ne? Also, das lassen sich die Amis ja nicht nehmen. Da alles so sicher wie möglich für sich zu machen. Ja. Warst du im Endeffekt eigentlich mal da mit Liquid auch auf einem Offline-Event oder so? Ja, ich war in Mykonos, war ich mit denen. Da war Big auch zum Beispiel mit diesen ganzen Villen, das war ganz nice. War das das, wo Big die Villa dann wechseln musste und Maus gewonnen hat? Ja, genau. Ja. Also Dieses man. Krakau Major war noch, St. Petersburg war noch, Epicenter und natürlich ESL One Cologne war auch noch. Also da warst du überall mit bei den Events selber. Ja, genau. Und wie ist dann deine Arbeit vor Ort? Also hast du dann Laptop unter den Arm geklemmt und immer direkt mitgeguckt? Oder wie kann ich mir das, oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, also meistens mache ich es eher schriftlich mit dem Notizblock, weil das für mich einfacher ist, als mit dem Laptop schnell zu tippen, weil ich mein Laptop manchmal auch vergesse. Und dann habe ich einfach immer so Key Rounds, schreib auf, weil am Anfang ist es schwer, wenn du dir nur Demos anschaust, dann weißt du nicht so genau, ist dieser Move jetzt gewollt oder nicht. Das ist halt immer schwer und wenn du dann aufs Offline-Event kommst und die Taktiken weißt, hilft es enorm. Und dann habe ich da aufgeschrieben, welche Taktik schlecht war, welche Smokes verkackt waren, welche Flashes kacke waren, wo man hätte einen besseren Laufweg nehmen können. Einfach alles, dass das Spiel nicht so statisch ist, wenn einer oft an derselben Posi gefickt wird, halt sagen, hey, nach der dritten Runde musst du doch jetzt mal raffen, Ja. dass du dich da mal ein bisschen anders positionieren musst und so. Also Also. war das schon so, dass du wirklich die Games liefen, du warst mit am Start, hast alles runtergeschrieben, was dir aufgefallen ist, und dass man dann nach dem Match direkt boom, da warst so, ey, hört mir jetzt mal kurz 10 Minuten zu, oder wie war Ja. das? Ja, genau. Meistens war das erst kurz im Team, also mit allen Obvious Mistakes und dann, falls mir grobe Fehler bei Einzelnen eingefallen sind, dann individuell mit den Leuten noch gesprochen und gefragt, was da los war und so. Das ist ja schon wirklich doch auch, ja, schon irgendwie so ein gewisser Zugzwang, ne, den man hat. Also da hattest du irgendwie so diesen Zwang in dir drin, so, ey, ich muss jetzt was finden in den Runden, so, damit es wirkt, dass ich Impact habe, so, oder war das eher so, ja, schön, wenn nichts da ist, so, dann sage ich nur, dass alles gut war und ciao. Ja, wenn, oft ist es halt auch mentale Blockade, vor allem bei den jungen Spielern. Also, das ist nicht oft was Spielerisches, sondern was Dummes, was sie am Ende selber wissen, was falsch war, aber was sie wegen der mentalen Blockade halt im Eifer des Gefechts quasi verkackt haben. Also, vieles ist auch einfach den Leuten gut zureden, weil wenn du denen vorkaust, ja, du hast da den Headshot nicht gehittet oder so, das wissen die alles selber. Ja, klar, das ist Also, nur Salz in der Wunde ja, und eben, genau, und das wenn. tiltet die nur noch mehr. Und Naja. gerade so bei Twist und Elise ist es übertrieben wichtig gewesen, dass du ihnen mental gut zuredest, weil sie so Confident Player waren. Einfach viel reden und viel vorkauen vor dem Match, wie sie Gegner off guard catchen können, dass sie easy Flex bekommen, damit ihre Confidence Level steigt und so. Und ich habe jetzt nicht immer, wenn du nichts gefunden hast, dann hast du halt nichts gefunden. Es war jetzt nicht so, dass du es mir sagst, du musst fünf Sachen finden oder Ja, so. aber ne, das kann ja. Verstehe ich. Ist ja auch, Ja. macht ja auch keinen Sinn, ne? Aber Nee. das soll es natürlich nur Impact haben, wenn es auf welchen da zu haben gibt. Aber wie du schon sagtest, ne, gerade so auch mentale Sachen ist ja auch etwas, was, ja, wo man sonst immer nur denkt, dass nur der Coach da involviert ist, aber eigentlich ist ja so jeder, der außenrum noch mit am Start ist, kann ja da eigentlich mega Einfluss drauf haben, ne? Gerade so Jungs auch zu pushen und die immer wieder hochzuziehen. Und das ist ja auch so. Also, ich meine, das waren ja schon Leute, die nur auf Confidence aus waren. Ich meine, du hast ja jetzt aktuell auch noch einen Spieler, der. So, aber da kommen wir ja noch zu, was Confidence angeht, der nochmal ein ganz neues Level an den Tag legt. Ja. Aber ist das. Du hattest ja dann, da gehe ich mal davon aus, so damals dann so ein bisschen so individuell Training mit den Jungs. So, also, du hast ja dann einen rausgepickt, so, ey, Twist, Elish, ich hab, guck mal, das, wollte ich dir sagen. Hier und da musst du daran arbeiten. Warst du dann auch oder hast du dann auch sowas wie Hausaufgaben mit auf dem Weg? Ich meine, das Alter hat ja gepasst. Ja, genau, die haben immer so einen Fleischstern bekommen. Ja, nee, aber Hausaufgaben gab es immer, zum Beispiel bei JDM, der musste immer
Rifle-Fracks auf dem DM machen ohne Ende, weil seine Rifle einfach nicht auf einem guten Niveau war. Sowas war das, oder Nitro hat oft dieselben Smokes verkackt, dann musste er die Smokes nochmal neu machen, weil sowas auf dem Level nicht passieren darf. Oder Twist und Elise mussten sich die Laufwege richtig einprägen, Demos schauen, wie sie es richtig machen müssen, von mir mit Video drüber gecuttet und so. Ja. Also solche Dinge, dass sowas, so einfache Fehler vermieden werden. Also es war schon so, dass die, wie du sagtest, ne, also Liquid kümmert sich um alles und die Jungs müssen nur spielen, aber ja, haben klar. Dann aber auch wirklich einen Stundenplan vor sich, ne, mit ja. Das macht ihr eh, weil ihr es machen wollt. Dann ist offizielles Training, dann ist individuelles Training, was wir euch noch mit am Abend mitgeben, ne, wo ihr drauf achten müsst. Also das ist auch schon für die Spieler, ne? Ja, ist schon ein Job, ne? Ein harter. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, die werden auch gut bezahlt für den Fulltime-Job, also. Ja, das muss man dazu sagen, das stimmt. Deswegen also da muss das jetzt, wir verlangen ja kein Hexenwunder von denen, die müssen nicht jede Cash-Smoke können und jede Trick-Smoke hinter meinen, dass die da irgendwas smoken können und so. Sondern eigentlich nur also, ihr Ding müssen ja, sie einfach genau. Beherrschen, ja. Und das ist zum Beispiel das, mal nur kurz am Rande, was man zum Beispiel bei Support-Spielern nicht sieht. Gute Support-Spieler können alles. Also ja, jeden genau. Laufweg, jede Granate, jede Smoke, Flash, jeden Mollo. So, das sind Sachen, ich kann euch jetzt aus dem Stegreif 15 Mad-Tracker aus irgendeinen Stats holen, die nicht eine andere Granate außer ihre eigenen 5 können auf der Map. So, ja. Also, das muss man nur mal so ganz am Rande, mal so ein kleiner Überschweif. Wenn du, wie lange warst du, also jetzt bei Alt-Hit warst du knapp ein halbes Jahr? Über ein Jahr. Ja. Und wie lange warst du bei Liquid? Ja, fast genau ein Jahr. Also, 1.1. angefangen der Vertrag und November raus, also 10, 11 Monate. Also schon eigentlich so eine Zeit, wo du sagst, ey, da kann man schon, da sieht man schon ein paar Unterschiede zwischen Deutschland und NA. Ja, auf jeden Fall. Also die Infrastruktur ist komplett krass. Diese NA Yorks, die haben einfach alles, weil die so viel Kohle drin haben. Du musst nur mit dem Finger schnipsen und du hast halt eine Ansprechperson. Und bei Deutschland ist halt so, du hast halt einen Manager. So. Ja. Und in NA, du hast halt einen Manager, du hast eine Abteilung für Financing, du hast eine Abteilung für das. Also du hast immer einen Ansprechpartner und dann wird es auch schnell erledigt und nicht, ich schreibe den an, dann schreibt der Nächste den Nächsten an, wie in Deutschland so. Und ja, genau, weil ein Manager in Deutschland ist so, er managt dir was anderes zu finden. Ja, genau, dass du dann in 6 E-Mail-Chains bist und du denkst, what, wo bin ich jetzt? Also, ich wollte doch ein Zugticket oder so. Ja, okay, ich buche selber, danke. Ja. Ist okay, ich buche selber. Ist halt komplett anders da. Ja, das glaube ich, die Zuschauer haben es jetzt nicht mitbekommen, aber ich habe es ja teilweise gesehen. Du hast ja auch zum Beispiel von Liquid hast du ja gefühlt einen Goodie Lifestyle bekommen. Also da wird sich auch um da wird sich halt auch auf einem anderen Niveau um die Leute gekümmert und ist ja auch eine Form von Wertschätzung, weißt du? Die einen sehen nur ein Trikot, ein Pulli oder einen Stuhl oder eine Maus, aber es ist alles eigentlich auch eine Art Wertschätzung und sowas für die Arbeit, die man leistet. On top zu dem, dass man auch bezahlt wird, so. Das ist ja auch schon ein Unterschied zu Deutschland gewesen. Ja, das ist halt auch nice, dass du bei Liquid oder so halt zum Beispiel was zu Weihnachten kriegst halt und quasi Santa Claus kommt, so, weißt du, also. Das ist halt auch einfach was Nettes, ja, da kam halt so Santa Claus, wollte die E-Mails von einem und Adresse und hat einem dann was zugeschickt. Okay, ja. Das ist halt auch so was ganz Cooles, was halt die nicht viel kostet, aber halt eine nice Aufmerksamkeit ist für den Stuff und so. Das freut einen halt einfach. Genau, also. Ja, man unterschätzt es auch, wie viel das wert ist, ne? So eine kleine Wertschätzung. Ich meine, ihr braucht nur mal eure Eltern in der Arbeit fragen, wie glücklich die da noch sind nach 20, 30 Jahren, nur stupide Arbeit, ohne mal hier eine Aufmerksamkeit, da mal ein Dankeschön und hier mal einen hast du gut gemacht. So, da weiß man sowas dann echt auch nochmal extrem zu schätzen. Ich sag mal, Alternate ist schon ein super Ding in dem Lebenslauf, ne? Liquid ist unschlagbar im Lebenslauf. Danach war eh klar, dass du was findest, ne? Ja, aber danach hatte ich auch Angebote ohne Ende, also. Ja, also, darf man da was sagen? Welche, oder ist... Ja, denk schon. Ich weiß sie nicht. Also, ich habe ja zum Beispiel Twist gescoutet damals, als wir, da habe ich Dreamhack Qualifier gespielt mit dem damaligen gecoacht, mit dem damaligen Misfits-Lineup, weil Sean Garris mich gefragt hat, ob ich mal aushelfen will. Da war ich noch bei Liquid und hab dann mit denen, haben die sich für Dreamhack qualifiziert und da habe ich halt schon gemerkt, oha, Twist ist richtig krass, der hört auf das, was man sagt und der hittet gut und Sean hat zu mir gesagt, okay, du bist auch ziemlich krass als Ansager, dann hat
Dann habe ich den Twist abgeluchst zu Liquid. Sean hat mich für Cloud9 empfohlen. Dann hat Cloud9 mir ein Angebot gemacht, was ich aber nicht wollte, weil ich die Spieler nicht so mochte. In der Position dann muss man mal sein, ne? Also, ich meine, nach Liquid, dann noch ein Cloud9. Ich weiß, entweder ist es eine Stufe oder. Obwohl, ich glaube, sogar Liquid kann sogar noch ein bisschen. Auf jeden Liquid Fall, war damals besser, ja. Ja, aber Fakt ist auf jeden Fall, von dem Level her ist das auch nochmal ein absolutes Tier 1, auch gerade von der Infrastruktur, die man schon bei Liquid so gelobt hat. Aber du bist halt in der Position, dass du sagst, ne, Cloud9 möchte ich nicht. Aber warum? Was kam dazwischen? Weil zu dem Zeitpunkt, da wollte Stewie und Automatic wollten damals zu uns zu Liquid für Pimp und Tico, was nach dem Shuffle gekommen wäre, also was richtig krass gewesen wäre. Deswegen war ich da stark auf Liquid fokussiert, weil wir hätten Stewie, Automatic, Twist, Stanislaw und Elise gehabt. Und das wäre halt ein krankes Line-Up gewesen. Mhm. Also das wäre halt, da wollte ich eben unbedingt bleiben bei Liquid, und bei Cloud9 hat mir so die Infrastruktur nicht so gefallen. Also die hätten mich wahrscheinlich als Coach gewollt, und Coach will ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Also weil das ist mir einfach ein bisschen zu viel Verantwortung, und ich bin nicht, wie man vielleicht auch hört, nicht so die Person, die einen jetzt so hyped und sagt, ja, mal auf geht's oder so, weißt du. Das ist aber schon gut. Ja, weißt du, das hat bei mir so ein bisschen, das bin einfach nicht ich, also. Nee, aber ist ja auch absolut. Nee, ich meine, das ist mehr ist ja schon viel wert, dass man auch bei seiner, so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten, ne? So. Ja, du genau. Weißt, ey, ich bin Analyst, ich mach das halt Weltklasse, so, das kriegt ihr so. Aber dann noch in so einer Aufgabe, wo du dann plötzlich ein anderer Mensch werden musst und ganz andere Aufgaben, auch vielleicht ja, den Daddy spielen musst, das ist ja auch gut, dass du dann weißt, dass das nichts für dich ist. Also war eigentlich so ein anderes Line-Up das, was du dir gewünscht hattest bei Liquid? Ja, das ging auch eigentlich durch, aber das Liquid-Management hat sich gesträubt, JDM zu kicken, weil er eine Marketingfigur ist und er viel Geld eingebracht hat. Willkommen in der Geschäftswelt, ne? Willkommen in der Businesswelt. Da war ich schon gut tilt auf jeden Fall kurz. Ja, da hat man da doch mal, also. Wenn du dieses Line-Up auf dem Papier siehst und das dann wegen sowas zerbricht, ist halt. Wegen den Scheinen. Ist halt schade, also ja. Muss man schon sagen, weil das Line-Up wäre locker Nummer 1 NA gewesen. Auf dem Papier. Ja, also auch. Also ich hätte da nichts gesehen, was da nicht passt, weil wir mit Stanislaw einen guten Ingame-Leader gehabt hätten. Und 4 wirklich krasse Spiele. Aber wie es dann das Schicksal so will, macht einem dann die Organstrich durch die Rechnung. Ja, das war echt schade. Ich meine, man denkt ja gut, Liquid, Olga machen Strich durch die Rechnung, jetzt kann es eigentlich nur bergab gehen, wenn man da jetzt nicht mehr weiter glücklich ist, ne? Meint man, aber dann, ja, die nächste Anlaufstelle ist dein jetziger aktueller Arbeitgeber auch noch, also SK Gaming. Ja. Wie kommt sowas? Also, ich meine, klar, du hast wahrscheinlich dir, ne, ich meine, mit Zeus hast du einen geilen Kontakt, du hast super Arbeit geleistet, aber hast du, ich glaube, selber damit gerechnet, dass sowas für dich jetzt passieren kann? Also ich hatte sehr gute Kontakte zu SK, weil der ESL One Cologne haben mir sehr viel geredet wegen Zeus und so. Also die haben ja sehr viel miteinander zu tun, auch außerhalb vom Game. Mhm. Die beiden pracken auch am meisten miteinander. Die beiden haben sehr viel miteinander in der Freizeit zu tun, weil ihre Gaminghäuser nebeneinander sind. Also jetzt SK Gaming und Liquid, ne? Ja, aber genau. Auch die beiden Orgas, ja, weil Zeus halt bei Liquid, vorher ja auch bei dem SK-Team. So, also ist erstmal die Komponente, ich glaube auch die Orgas unter sich sind einfach super vernetzt. Ja, genau, und dann habe ich in Köln eben sehr viel mit den SK-Jungs geredet, weil die immer bei uns in der Lounge waren. Viel mit Fallen geredet, damals noch mit Taco, der direkt übersympathisch war, und da hatte ich schon echt sehr guten Kontakt zu denen, und das war wichtig, dass die eben meinen Namen kannten. Ja, also du wusstest schon, wie das so gelaufen hat, das Business, ja? Ja, also connecten ist halt übertrieben wichtig. Ich bin Analyst. Ja, da ist so ein Schild dran. Ja. SK Swanny. Liquid Swanny. Ja, zu der Zeit noch, ja. Aber bald. Next Job, Doppelpunkt, Fragezeichen. Ja. Ja, ich meine, klar, du hast so ein bisschen die kannten dich so ein bisschen. Ist wahrscheinlich, ne, hat dann auch Zeus so von dir erzählt. Ich glaube, das war ja dann auch so ein bisschen dieser ausschlaggebende Punkt für den nächsten Schritt, ne? Dieses Zeus und. Dead, genau. Genau, der Dead, die waren auch untereinander halt vernetzt, ne, ja, ausgetauscht. So,
die sind ja immer noch auch sehr gute Freunde. Sus ist ja einfach nur rausgelegt, weil er was Neues wollte und die haben immer noch Respekt vor dem und so. Also, die unterhalten sich ja noch täglich und auch das eben, deswegen war auch Taco zu Liquid und so gar kein Problem. Ja, das ist also, ein naheliegender Move, ne? Weil ja. Untereinander so, wenn das so befreundet abläuft und ja, ist das dann, dass der Dad irgendwie mal angefragt hat, ey, wie sieht's aus? Macht der gute Arbeit, der Swanny? Ja, genau, es war damals, waren ja Analysten noch nicht so sehr vertreten, so 2016. Da hat es gerade so angefangen, da hatte Cloud9 hatte danach einen, der ist jetzt der Coach bei Talk, der James IRL und so. Navi hatte einen, der jetzt Coach bei Gambit ist. Aber sonst war da relativ wenig. Und dann hat eben, aber ich wusste nichts davon, dass die miteinander reden halt. Und dann hat er halt gesagt, ja, der ist anscheinend sehr gut, macht gute Arbeit, ist pünktlich und so, auf den kann man sich verlassen. Ja, und dann kam der nächste Schritt. Ja, kam das dann so einfach? Wie kam das dann? Also, ist das dann so, kam suchst du dir, ey, die wollen was? Oder wie ging das dann weiter für dich? Ja, nee, es war eben komisch. Es war während IEM Oakland, es waren mittendrin, wir waren noch mit Liquid im Turnier. Ja, auf einmal halt so auf Twitter, SK, DeadCSGO folgt dir jetzt und so. Dann so eine DM von ihm, so, hi, what's up und so. Ich denke mir halt so, hey, was will er von mir so? Will er einen Smalltalk mit mir anfangen oder so? Ja, keine Ahnung, er hat halt einfach nur so geschrieben, ich kann es auf Deutsch sagen, ich bin der Manager von SK und hat gesagt, ja, hast du Bock mal mit mir und Gabriel, also Fallen, zu reden, wir suchen einen Analysten. Und es kam halt so in der zweiten Nachricht, ich habe nur so geschrieben, hey, I'm fine and you. Und dann kam halt so direkt so die Bombshell. Also man kannte sich quasi noch gar nicht. Aber so noch auf dem Event irgendwie weißt du gar nicht, wie dir der Kopf hängt gerade. Gerade noch so für Liquid analysiert und auf einmal kommt der und will quasi, dass ich zu SK gehe. So. Ja, also hat schon relativ direkt gesagt, ne, was er vorhat. Und dass ist also direkt in der zweiten Zeile. Kein Hehl drum gemacht, ey, wollen wir nicht mal reden, sondern ey, wir wollen Analysten, hast du Bock zu reden. Ja, und auch genau direkt mal so eine Personalie noch wie Fallen reingebracht. So, wie hängt da der Puls? Ah, hab ich schon mal kurz schwer geschluckt, als der so sagt, Fallen will auch mit dir reden. Und ich so, sicher? Und du denkst halt so, das ist halt so ein bisschen surreal. Der hat so ganz halt zu Sus rüber geguckt, ob er so grinst vielleicht und ob das irgendwie so ein billiger Scherz wird. Dass der halt so mit mir reden will. So, ich denke mir so, hey, warum? So. Ja, ich meine, ist ja auch. Ich meine, das klingt ja, es klingt ja nicht nur komisch, es ist ja auch auf dem Papier, liest es sich komisch, so von Alternate zu Liquid zu SK, das ist schon. Ja. So, und auch in einer relativ kurzen Zeit, ne? Ja, ja, ja. Also immer so ein Ja dazwischen. Und ja, dann genau. So, du hast eigentlich so, also steile Aufsteigen, so in diesem Analysten-Business kann man ja eigentlich gar nicht so. Das ja, außer MK, der ist auch direkt zu G2 halt. Der hatte ja auch nichts dazwischen, der ist auch instant zu G2. Ja, gut, da war das die Freundschaft zu MBK. Ja, das kann gut sein, aber das ist auch. Nee, aber genau, das ist natürlich auch. Er hat dann halt so einen Kickstart gemacht, ne? Aber du hast ja. Halt, ich hab, du hast dann doch nochmal überholt. Ja, genau, du hast aber nochmal überholt auf jeden Fall im Late Game. Ja. So, das kann man ja nicht sagen. Also, da haben wir ja schon mal wirklich zwei starke Leute hier in Deutschland, die da echt super Arbeit international leisten, von der man halt gar nichts so mitkriegt. Das ist ja auch ein Grund, warum ich ja auch dich als erstes angeschrieben habe, weil ich habe mir überlegt, als ich jetzt dieses Format starten wollte, okay. So, ich will jetzt das mal, ich nenne das ganze Game a Secret, ich will halt so ein paar, ich will viel Informationen, viel behind the scenes, Tipps und Tricks und alles drum und dran, aber wen finde ich selber interessant? Den Besten und, natürlich, oder? Genau, den Besten, so, dann haben die ersten 15 abgesagt, dann bin ich halt zu dir gekommen. Naja, also es ist wirklich, wo habe ich Bock selber Arbeit reinzustecken, weil mich das interessiert, was der macht und wie das dazu gekommen ist überhaupt, dass der da so einen Werdegang hinlegen kann. Und das ist schon krass. Und da hast du dann, glaube ich, gerade, dann kam das gerade so 99 Damage Thread war da gerade offen. Deutscher zu SK Gaming. So richtig. Das wurde geleakt, bevor ich überhaupt bei SK announced habe. Also. So, da hat irgendjemand, konnte sein Maul nicht halten. Wahrscheinlich Crispy oder so. Ach, echt, Alter. Mach doch jetzt kein Auge mehr, Crispy. Jetzt ist es zu spät. Nö, ist mir egal. Jetzt bin ich eh schon bei SK. Freue ich nicht mehr. So, jetzt hau ab, Crispy. Hast du gehört? Kein Bock mehr auf dich. Nein, er will kein Sponsoring von dir. Nee, und dann dachte ich so, hä? Ich mach das auf, ich denke mir, okay, Deutscher zu SK Gaming, ja, Analyst SK Gaming, ich gehe auf deinen Twitter, deutsche Flagge, SK Gaming Analyst, Header drin, die ganzen Leute haben dir irgendwie vorne und so, hat irgendwas geschrieben mit dir und so, hä, wer ist das, so, weißt du, wirklich ja. So, wer ist das, so, ich bin seit 15 scheiß Jahren im Counter-Strike, weißt du, und denk,
sowas kann mir doch nicht entgehen, so ein Move, so weißt du? Ist ja auch nicht, als hätte ich so dieses Analystenthema gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich meine, ich habe ja mit NKI auch beruflich jetzt immer mal wieder zu tun gehabt. So ja. Das Thema hast du ja schon auf dem Schirm, aber das war wirklich was, wo ich mir dachte, ey, okay, das interessiert mich wirklich mega, muss ich sagen. So, und deswegen halt auch echt, musste ich auch einfach dich da mal sofort ranholen nach den 15 Absagen. Shit. Shit. Ich ist nur 16. Ja, immer noch gut, Alter. Top 20 passt. Ist ja euer Rang bald. Also. Kein Schade, der hat ja. Also, ja, 2017 war das dann. Ne? Kann man sowas sagen wie SK Gaming hat dich abgeworben oder trifft's das schon? Oder? Ja, also kann man schon sagen, die haben mich ja quasi mitten rausgeholt. Im Halbfinale von IM Oakland habe ich dann schon für SK analysiert, wo wir dann direkt rausgeflogen sind. Ach was, echt so schnell ging das? Ja, ja. Also wir waren im Viertelfinale und im Halbfinale am nächsten Tag war ich dann bei SK. Oha. Okay, aber sowas klappt auch nur, wenn Zeus halt am Start ist und auch hilft. Und ja, genau, und ne? Wenn Liquid keinen Stein in den Weg gelegt hat und so. Ja, und das kann man sagen, war einfach, ging reibungslos. Ich meine, das ist ja von einem auf den anderen Tag, ne? Ja, genau, also das ging direkt durch. Ich habe aber auch wirklich Zeus mehrmals gefragt, ob es in Ordnung ist, auch seine Meinung, ob sich das lohnt, ob die SK-Jungs auf mich hören werden oder so, ob die ein zu großes Ego haben, ob die jemand ranlassen und halt auch wirklich, ob der Move für mich jetzt schon Sinn macht oder ob ich noch warten soll. Ja, ob man selber also, da habe ich auch soll, ne? großen Wert gelegt auf Zeus seine Meinung. Ja, das, ich meine, das ist, man ich meine, Liquid SK klingt beides krass, aber wenn du jetzt Elish und Twist hörst oder Cold Zera Fallen, das sind halt, okay, weißt du, das sind nochmal zwei komplette Welten, so, weil das sind ja beides absolute Legenden, so, das ist schon, also ich würde sagen, dass das schon berechtigt ist, dass man da überlegt, so, ey, ist das ein guter Move, ist das ein richtiger Move, so, ist das nicht vielleicht auch ein Move, der voll nach hinten losgehen kann, weil du machst den Move, die haben das Thema Analyst ganz neu auf dem Schirm, wissen gar nicht, wie sie dich geil einsetzen, die Leute werden dich vielleicht nicht ganz so akzeptieren, wie du bist, so mit, oder das gar nicht annehmen, was du sagst, und dann kann man auch schnell auf die Schnauze fallen, oder? Ja, auf jeden Fall, da war es halt eben wichtig, dass die mich schon kannten und wussten, dass ich halt von Zeus gelernt habe, da haben die groß drauf vertraut, weil sonst, die lassen echt sehr schwer sonst jemand von außen an sich ran, also. Ja, das ist halt krass eigentlich, ne, dass die da so eine familiäre Bindung auch haben, ne, dass man da, ich meine, das spricht ja zum einen extrem für Zeus und halt auch einfach für so einen Kontakt, und das, was man halt komplett dabei vergisst, ist, dass beide Seiten immer auch was davon haben, ne? Es ist ja jetzt nicht nur, ja, Zeus hat dich jetzt abgegeben und ja, scheiße, sondern es ist ja irgendwie auch so ein Geben und Nehmen bei derer Freundschaft. Und das hast du zum Beispiel halt in Deutschland auch extrem wenig, so dass der eine dem anderen was Gutes will. So, wenn hier irgendwie eine Orga oder so einen Spieler haben möchte, so, oder irgendwie solche Moves, so, da denkt man nicht mal so einen Schritt weiter von wegen, ey, wir können es doch, wenn man ein bisschen zusammenhält oder sowas, oder auch die Spieler unter sich ein bisschen mehr zusammenhalten und nicht nur so hinterhältig manchmal sind und nur an sich selber denken, so, da kommt man auch hier, würde man weit kommen. Ich meine, so, der Zeus profitiert ja auch nur von diesen ganzen Aktionen, so, weißt du, der gewinnt ja auch immer wieder damit, so, weißt du. Ich meine, klar, in der Situation hat er vielleicht einen super Analysten verloren, aber zum einen hat er ein Stein im Brett bei seinen Freunden, so, und zum anderen so, der hat da sicher schon was dabei gedacht. Ist wahrscheinlich, ich hat er sich noch ein paar K selber eingesteckt. Ich habe ja auch einen Analyst noch hochgezogen quasi, hat ja so noch einen zweiten. Ja, okay, das ist, wie du, also du hattest so, da noch so ein... So ein Helferling. So ein Helferling, ja? So ein der kleinen... hieß sogar Larry. Okay, geiler geht's eigentlich nicht. Also, ja. Larry, schau mal die Demos zu. Larry. Du, ja, Larry! Also, hast du dann den so zugeordnet bekommen schon in der Zeit? Ja, genau so. Der hat mir mit den kleineren Online-Matches geholfen. Die hat er dann gemacht und die ging dann, musste ich dann absegnen quasi, damit ich nicht dieses ganze kleine Zeug so gegen Complexity oder so im Pro League machen musste. Also sondern die hat er dann gemacht und ich habe dann die großen LAN-Turniere halt unter meinen Fittichen gehabt und mir auf individuelles Training gesetzt. Ja, aber dann hat Liquid das Game schon ziemlich abgesteppt, ne, in diesem Bereich, kann man sagen. Das ist aber auch bei jeder Spieleabteilung quasi, bei jeder Division hatten die über viele Analysten und Infrastruktur sehr viel Wert drauf gelegt. Also auch bei League of Legends hatten die drei Analysten einen Head Coach, dann hatten die noch Positional Coaches. Also die haben wirklich, wirklich alles getan, dass du nur noch auf dich selber fokussiert sein musst. Aber das hat man gesehen, das hat man an den Ergebnissen mega gemerkt. Die haben ja ESL One New York Zweiter geworden
Und überall, also die waren ja, wir waren echt lang Zweiter, die ganze Zeit quasi. Wir haben nie richtig was Großes gewonnen, aber immer Zweiter geworden. Und das merkt man schon, wenn man in die Infrastruktur investiert, dass da dann auch Ergebnisse kommen. Ja, ganz anders als es hier noch der Fall ist, ne? Aber ist natürlich etwas, was man nicht vergessen sollte. Mal einen schönen Gruß an die deutschen Orgas. Macht mal ein bisschen budgetfrei, ihr Naps. Und holt mal ein paar Leute, züchtet euch auch mal ein paar Leute daran. Ja, ja, das dann ist schon richtig. Dann bist du über Nacht plötzlich SK-Analyst. So. Wirst wahrscheinlich genauso sehr glauben können wie das Liquid-Dingen, was erstmal komplett neben der Spur. Gehst einfach so gewohnheitstiermäßig an die Arbeit, machst einfach das, was du am besten kannst und ja. Start in Demo, ui, ja. Ja, genau, also. Die Maschine angefeuert. Genau, und weiter geht's. Rouladen runter und ab geht die Party, aber. Was, so. was war dann dein erstes Event oder so? Wie ging's da los? Ja, also IM Oakland, da war das dann das Halbfinale gegen NIP das erste direkt. Okay. Ja, genau, da habe ich die Nacht davor, also es war so eine Nacht- und Nebelaktion mit Fallen, richtig schnelles Briefing gehabt, 6 Stunden Demos geschaut, die ganze Nacht durch. Der hat mir gesagt, was die Leute wollen, auf was die Wert legen, was die gar nicht wollen. Wo ich Ärger krieg, wenn ich's mache und so. Ja, fast echt jetzt. Ja, also das sind halt, das ist ein kompletter Unterschied. Das sind einfach Vollprofis bei SK, die seit 10 Jahren auf dem höchsten Niveau spielen, die alles gewonnen haben. Und bei Liquid hattest du halt diese ganzen Newcomer und so. Ja, da kannst da kannst du auf jeden Fall mehr scheinen, glaube ich, ne, als bei einem SK dann, ne? Ja, genau, und die halt auch noch nicht richtig wussten, was sie wollen und so und was ihnen weiterhilft. Und die wussten halt ganz genau, was sie von mir wollen, was ich nicht machen soll, wie viel sie von mir wollen und so. Also das war schon echt komplett anders. Wie konntest du damit umgehen, so mit diesem Stellungswechsel? Ja, ich fand's eigentlich ganz nice, weil ich genau wusste, was ich machen soll. Mhm. Natürlich hast du erstmal Angst, aber ich hab's dann halt quasi so versucht, so gut wie möglich auszublenden, dass es jetzt Fallen ist, der deine Arbeit durchliest. Ich habe halt einfach gedacht, okay, das ist einfach so wieder eine Arbeit und wenn ich so weitermache wie sonst, wird es dem schon passen. Weil, wenn du halt immer so denkst, oh shit, jetzt schaut es Fallen und Coursera an, dann denkst du dir halt so, oh fuck, dann liest du alles nochmal 5-mal durch und machst dir einen viel zu großen Kopf drüber und machst vielleicht dann gerade dann was falsch. Naja, und verfehlst dann irgendwie das Ziel, ne? Weil du so oft drumherum denkst, dass der Schwindel dich geworden ist. Ja, genau, und dann halt am Anfang habe ich richtig, richtig viel Feedback bekommen, was sehr gut ist. Und ich wusste eigentlich relativ schnell, was die von mir wollen, direkt schon bei dem ersten Event. Also war dann so, theoretisch, also ich sag mal so, bei Liquid war Zeus deine Anlaufstation und bei SK war es dann am Anfang Fallen sozusagen, oder? Ja, genau, Fallen und der Manager bzw. Coach Dead waren so mit den beiden alles gemacht. Und noch viel mit Taco halt, aber ist was anderes. Das ist nochmal so, jetzt kommen wir ja gleich nochmal drauf, was ihr beiden so getrieben habt. im Oakland war dann die erste Prüfung und wie war's? Oh, ruppig. Gegen NIP im Halbfinale halt rausgeflogen, aber es war relativ obvious. Du kannst halt nicht so auf kurze Zeit, kann ich nicht direkt Impact haben. Ja, also das ist ja auch. Ich glaube nicht, dass das dann so ist, dass man da raushaut und dann so, ja, gut, wir haben jetzt auf 2 Sachen von dir gehört. Ja, dann müssen wir leider den nächsten nehmen. Sorry. Nee, also das war auch klar. Und danach war ja nächste Woche, danach direkt war die Blast Pro Series in Dänemark und die haben wir dann ja direkt gewonnen, ohne eine Map zu verlieren. Was halt auch schon mal gut war für die Confidence. Das war auf jeden Fall ein Einstand, kann man sagen, ne? So. Ja. Auch für dich, glaube ich, ne? So von wegen so, geil, läuft auch. Bist du dann da, saßt du dann zu Hause vor dem PC und hast mitgefiebert oder warst du schon vor Ort? Nee, also da war ich noch gar nicht vor Ort mit SK an sich eh noch gar nicht, weil sie das noch nicht ausgezahlt hat. Ja, da ist so viel Wechsel und so und. Ja. Macht alles keinen Sinn zurzeit, dass ich da vor Ort dabei bin, weil da so viele Anfängerfehler noch gemacht werden. Ja, stimmt, ich glaube, die müssen sich selber gerade nochmal erstmal. Ja, es macht wenig Sinn, wenn ich da auch noch dumm in die reinlaufe, kriege ich eher aufs Maul von Colt oder so. Hat er dir schon gesagt, oder was? Ja, also die sind da schon relativ sensibel. Vor allem sind die halt, vor allem am Anfang waren die dieses Verlieren noch nicht gewohnt und sind da sehr, sehr anfällig für emotionale Ausbrüche. Ja, das glaube ich. Verlieren. Ich meine, wenn du über eine Zeit hinweg, ein Jahr lang alles gewonnen, genau, quasi. Wenn du über eine Zeit hinweg alles abräumst und dann plötzlich gar nichts mehr funktioniert, dann glaube ich, dass man dass da sich irgendwie ganz neue Typen zeigen oder Menschen oder Ansichten zeigen bei den Leuten selber. Ja, genau.
Aber wie war das dann am Anfang? Also, du hast davor, hast du zum Beispiel individual mit einem Twist und mit einem Elish gearbeitet und plötzlich hast du dann ganz andere Personalien vor dir. Wie kam das für dich? Wie kam das bei denen an und wie haben die das so angenommen? Es war auf jeden Fall schwer, weil ich eben beim Prag und so nicht dabei sein konnte, weil die alles auf Portugiesisch damals noch gecallt haben. Mhm. Ich wusste nicht richtig, ist der Move jetzt ein Fake oder ist es ein schlechter Move, weißt, also, weil du die Calls einfach nicht verstehst richtig. Das war halt noch so ein kleines Problem. Aber sonst an sich habe ich viel mit Taco individuell gearbeitet und viel mit Fert, mit den beiden zusammen. Ja, du sagst es ja, ne? Also gerade so Taco Fair, ja. Wie läuft das? Also war das so ein Fallen sagt, mach das mit denen oder die sagen, ey, mach das bitte mit mir oder du sagst, Fallen, ich glaube, die müssten was machen, kannst du da mal was sagen? Nee, also Fair ist zum Beispiel auch selber auf mich zugekommen und hat mich angeschrieben, ob ich ihm nicht ein bisschen helfen könnte, sein Spiel zu variieren, weil er eben dumm aggressiv war und daraus haben wir schlau aggressiv gemacht, dass er nicht so easy geredet werden kann. Ja, genau. Also sowas war das. Das war ja auch die Personalie, die ich gerade meinte, noch davor, ja. Mit konfidentester Spieler der Welt. Kann man schon sagen, ist er, ne, der Fair? Ja, auf jeden Fall. Der sagt halt, ich push auch überall rein, weil ich weiß, dass ich besseres Einmalbalze gegne und mindestens 2 Frags mache. Auch wenn ich dafür sterbe, aber es lohnt sich halt. Ja, der Ausgleich schon, aber das war halt noch auch teilweise dieses dumm-aggressiv. Wenn du, ja, das halt, genau. Wenn du das ordentlich balancest mit so einem aim-starken Spieler und daraus so ein smartes, aggressives machst mit so einer Prise dumm wild, dann kannst, ja, du keinen, dann gibt's keinen gefährlicheren Spieler eigentlich. So, das ist wirklich krass, Mann. Wie lief das dann so allgemein von deinem, du sagst ja am Anfang, hast du gar, Portugiesisch, du konntest so, sag mal, so im Training gar nicht so Impact haben, von wegen so, ja, die Ansagen haben nicht gepasst oder so. War das dann eher so, dass du so du hast ja auch dann, denke ich mal, schlecht verstanden, ob das jetzt ein Absprachefehler war oder ob das einfach ein Spielfehler war. So, wie hast du dann deine Arbeit dementsprechend angepasst eigentlich? Ja, das hat mir dann halt Fallen oft gesagt. Und irgendwann, die hatten ja quasi, du hast ja quasi immer dieselben Moves und irgendwann raffst du das halt, wenn Fallen dir sagt, das ist so gewollt und das ist nicht so gewollt. Du hast ja irgendwann, die Ghosts habe ich ja irgendwann schon auch so intus und weiß genau, was wirklich gewollt ist und was nicht gewollt ist. Ja. Und dann halt einfach, ich habe mich viel, viel mehr auf Gegner-Tendenzen und so fokussiert, weil schwer ist, so Leuten wie, so kompletten Leuten wie Fallen oder so Colzera noch was zu sagen. Ja, also das ich glaube, halt, glaub, individuell ist er wirklich so, haben die ihr Level ja, also kann man immer, aber so, ich hoffe, ja, dann das A und O macht dann eher so diese Vorbereitung auf den Gegner, so dieses, ey, komm, du machst das und er macht in 9 von 10 Fällen wird der Gegner das darauf machen oder so. Ja, genau, das ist viel wichtiger, weil die machen den Frag eigentlich safe, wenn die solche Informationen haben. Da muss ich dir nicht sagen, geht mal auf den DM oder so. Ja. Was ich mir ein bisschen schwer vorstelle ist, so, ich meine, von Alternate war das so ein Full-Freundschaft, ne? Crispy, absoluter Bro. Ja. So, dann kamen wir, dann Liquid ist schon angenehmer, wenigstens, sage ich mal, Englisch viel und ey, so ein Videocall und auch lange Vorbereitung, also du hast dich lange darauf einstellen können, dass du vielleicht dort endest. Und dann ist es so über Nacht, SK, Portugiesisch, absolute Weltstar-Spieler. Wie kommt man da so an? Also so als Mensch? Das Gute ist eben, dass die ein Bild zu mir hatten von ESL One Cologne und so. Die wussten quasi, wer ich bin und so. Und ich habe mit Taco da auch schon eine Freundschaft quasi gehabt. Wir haben auch so uns immer schon mal gechattet. Und das war halt auch schon mal wichtig, dass die halt einfach wussten, wer ich bin. Mhm. Und nicht so ein kompletter Random, der kein Portugiesisch kann und hier jetzt mal reinschaut oder so, wie so ein Praktikant, der nichts rafft. Ja, genau. Ja, die wussten auf jeden Fall. Und sie haben ja höchstwahrscheinlich auch schon, ne, von Zeus und so mitbekommen, so dass. Ja, genau. So, du wurdest ja nicht geholt, ne, weil sie gerade Langeweile haben und ey, da ist gerade so ein German, der nicht schlecht ist, sondern das ist ja schon irgendwo auch auf Empfehlung alles passiert. Ja, genau. Also, es war auf jeden Fall wichtig, sonst wäre ich da, glaube ich, nicht reingekommen ohne die Empfehlung und so. Ja, dass die wussten, wer ich bin. Das ist natürlich dann irgendwie so ein Schritt, den man dann auch geht, ne? Du warst ja, sag ich mal, erst so eine Arbeiterperson da ganz normal hinter den, Anführungszeichen, hinter den Kulissen als Analyst, aber ist dann schon so, ne? So, je länger man mit den Leuten arbeitet und individuell, dass da auch dann Freundschaften, dann Feinde, die entstehen, ne? Macht das Ganze schwerer oder leichter? Also die Entscheidung zu liefern war auf jeden Fall schwerer, weil ich gerne gesehen hätte, jetzt irgendwie Twist und Elise in ihrer Prime spielen. Mhm. Aber ich meine, ich habe immer noch sehr viel Kontakt mit Twist und Elise und also ich chatte eigentlich noch täglich mit denen und Freundschaften bleiben auf jeden Fall, also. Ja. Das hat es jetzt nicht unbedingt schwer gemacht, sind jetzt keine Freunde fürs Leben nach 10 Monaten, das ist halt immer noch ein Business.
Ja, genau. Ja, noch, ich meine, so das Zusammenarbeiten an sich dann noch, so, weißt du, wenn du so, sag mal, wenn du fremd bist und er ist für dich fremd, kannst du ihm leichter sagen, hör mal, deine Flash ist das achte Mal schlecht, als wenn das jetzt schon, ey, so dein Bester oder dein Homie aus dem Team ist, so macht es das dann eher leichter, so, weil du sagen kannst, ey, komm, Keule wieder verworfen, oder eher so, boah, so, weißt du, du willst ihm nicht das 100. Mal sagen, dass er schlecht ist. Ja, aber bei sowas ist schon wichtig, das zu sagen, weil du brauchst schon noch ein bisschen mehr Autorität im Team, auch wenn es öfters ist. Also, wenn es so arbeitest, musst du schon auf jeden Fall das bisschen trennen und nicht so freundlich sagen, hey, komm, dieses Mal raffst du, so ein bisschen Ultimatum setzen und sagen, komm, einmal jetzt noch, aber dann donnert's langsam. Ja, ich meine, du sagst ja, ich meine, bei Liquid hat es ja auch noch diese Position, ne? Ist das bei SK auch noch so, oder ist das schon so, dass es da so ein bisschen, ja, dass du da nicht so viel Macht hast, sage ich mal, weil das einfach schon alles Legendenstatus-Spieler sind, Ja, oder es ist. ist, ich, da traut man sich halt auch weniger quasi Ja, reinzuchatten, also. glaube ich. Aber die machen jetzt auch nicht diese Fehler, die ein Liquid macht. Also ich habe noch nie wirklich gesehen, dass da eine Flash oder so nicht kam. Und wenn, dann wissen die selber und ein Twist oder Elise hat es viel öfters gemacht. Die brauchten den Feinschliff halt noch, aber bei SK, es ist einfach was ganz anderes. Da achtest du nicht so auf Smokes und Flashes, weil die sitzen eh. Ja, glaube ich. Wichtiger oder interessanter Punkt ist natürlich, du hast am Anfang so, warst du eher so, hattest du so die deutsche Community am Start mitbekommen, dann hast du so die NA-Community und mit SK kommt dann noch so eine, sag ich mal, so eine wilde Community dazu mit der brasilianischen Community. Hast du da schon irgendwelche Bekanntschaften gemacht oder so? Ich habe schon von anderen Tweets, auch von anderen Leuten mitbekommen, dass die auf jeden Fall gerne mal was loslassen. Ja, es ist auf jeden Fall, das kannst du gar nicht vergleichen, die Brasilianer, die sind komplett wild, aber ist halt auch geil, die leben das halt, die sind so richtig mit Leidenschaft dabei. Also, wenn dein Team gut ist, die feiern dich halt wie ein König, aber wenn dein Team halt verkackt, wollen die dich halt mit der Machete abstechen. Dann muss der König halt gestürzt werden, halt ganz schnell, aber. Aber das finde ich geil halt auch so, keine Ahnung. Ja, nee, das ist ja auch so. Das kannst du ja gar nicht vergleichen mit anderen Communities. Ja, mit diesen deutschen, sehr zurückhaltenden, ja, nice geht, Ja, nice und Jungs, wuhu. die deutschen Zuschauer, die gehen halt zu 90% auf Scoreboard und flamen dumm ins Scoreboard rein. Das ist halt die deutsche Community. Ja. Wenn da nicht hittest, bist du kein gutes Spieler. Und das ist halt low von der deutschen Community. Aber das ist immer so, wenn ich mir diese Threads auf 99 Damage durchlese und wieder sehe, Legia unten, Ja. Taco unten, Ja. schlechter Spieler auswechseln, die sind selber, sind sie Gold Nummer 4 und trafen nicht, auf was im Spiel ankommt. So. Ja. Das ist halt die deutsche Community so. Aber reden tun sie natürlich so, als hätten sie halt das fünfte Major gerade gewonnen in Ja, Folge. So, das ist halt leider immer so. das Traurige ist ja auch eigentlich so noch diese, dass sie, ja, wenn, so, wenn wir jetzt auch noch mal bei den Fantum sind, so, weißt du, so Brasilianer, du erkennst eigentlich so, in der Crowd geht es relativ einfach. Der deutsche Fan ist meistens der Sitzende mit dem Trikot, Ja. Blick nach unten und vielleicht noch so zwei Knöppel, die er dann aufeinander haut. Der Brasilianer der steht, der schreit, der hat das Brasilien über so ein Tattoo im Gesicht so gemacht, mit Ja, Farbe, hat sich genau. wie so ein Krieger bemalt, die Fahne nach oben und schreit das ganze Event lang. Also, alleine wenn du das so nebeneinander siehst, weißt du eigentlich schon, wer was ist. Und das glaube ich so, dass das halt auch geil ist, so selber mitzubekommen, weil, wie du sagtest, ne, wenn es dann läuft, und es lief ja auch lang genug erstmal, sage ich mal, so, da wirst du ja wirklich gefeiert des Grauens, so, und dann gehörst du einfach so, dann bist du einfach mit in diesem Rausch, denke ich einfach mal. Und für dich ist das ja auch nochmal was Neueres, sage ich mal, ne? So, Ja, das hatte so ich gar nicht. die anderen Jungs genauso, für die ist das ja Standard, so, stand nie. Ja, genau, und die haben mich halt auch, aber auch schon darauf vorbereitet, dass so Morddrohungen und so kommen werden, also. Ah, echt jetzt? Ja, also die haben mich, hat der Dad auch direkt gesagt, also, wenn es nicht läuft, du wirst gut zugespammt und lass sowas nicht an dich ran, weil das ist halt schon schwer manchmal, gerade für neue und junge Spieler, das nicht an sich rankommen lassen, auch sogar Taco ist daran zerbrochen irgendwann und hatte gar keine Konfidenz mehr. Man unterschätzt das, ne? Also so, Ja. es ist ja auch nicht nur dieses so, ja, dann liest doch keine Kommentare mehr, das ist nicht nur das, so man Nee, kriegt von nee. allen Seiten auch an sich ran und so, das ist so, das geht auch darüber hinaus, so, dass dieses Haten und Flamen und so, das ist schon auf einem anderen Niveau dann teilweise. Und deswegen, Ja. da geht auf jeden Fall, da gehen auch Spieler zugrunde, aber halt auch gerade so die Confidence geht zugrunde von Ja. Spielern und deswegen die Leistung etc. pp. Besonders selbst wenn du selber nicht mitbekommst und dann liest ein anderer Mate von dir das 100. Mal, dass die Leute schreiben, ey, der ist scheiße, so,
leider kann auch das mal einen bösen Samen pflanzen, so unterbewusst, so ohne dass du das möchtest oder so. Aber wenn du das 100. Mal das gelesen hast und sagst, nein, das stimmt nicht, und dann siehst du auf dem Server 3 dumme Fehler, dann denkst du, dann so, das ist gefährlich, sowas. Und wie du sagst, ist leider schade. Ja, da gehen halt auch Profis halt dran zugrunde. Wenn du jetzt, sag ich mal, Liquid und SK so vergleichst, haben die so beide so Routinen vor den Matches? Ja, bei Liquid war es immer so, dass wir die ersten 3 Runden plus die erste Gunround komplett ausgelegt hatten. Also da gab es nichts Spontanes oder so, das war die komplett durchgecallt gegen jeden Gegner. Okay. Es war so auf dem Plan, den hatte jeder auf dem Tisch, also. Okay, das da ist aber krass schon, also wenn das so. Ja, da gab es gar nichts. Fix, also. Also es war schon so in Stein gemeißelt, so sehen unsere Runden, unsere ersten 3 aus. Nur halt, wenn jetzt krasse Stacks war natürlich in der Gegner-Eco dann. Aber da hat man sich kaum getraut. Ich glaube, da sind 5, aber ey, das ist nicht ganz safe. Ja, genau, dann haben wir schon was umgestellt, aber das hat bei SK komplett anders, da gehen wir viel mehr auf Confidence und auf Midround-Calls. Und so straight, so 5 Minuten vor dem Match, so ganz close, irgendwie noch sowas, so wird dann nochmal durchgegangen, ey, das wird gesagt oder das ist eure Aufgabe, oder wird dann einfach nur im Voice gesagt, Jungs, auf geht's jetzt, wir machen das easy. Also da wurde vor dem Match, wurde halt von jetzt Cold und vor allem alles durchgesprochen, was die normalerweise spielen, und also Pistol ist auch auf jeden Fall immer safe, und danach die erste Gunround ist relativ auf Confidence. Wenn Fur denkt, er kann auf Mirage einen First Track ziehen, dann wird auf sein First Track quasi gespielt. Wenn er sagt, nee, gerade nicht, dann passt man das Spiel anders an. Also es ist komplett individuell halt, wie es ja. Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch ein Team, was das spielen muss, so, weil das macht sie halt unberechenbar und das macht sie ja auch aus. Und die haben es halt gar nicht nötig, das so vorgekaut zu haben, weil dafür sind sie ja viel zu stark. Ist das bei SK jetzt anders, so was Bootcamps und so angeht? Ich meine jetzt auch gerade nach dem letzten offiziellen Schritt so, bist du da. Ich meine, da ist ja ein bisschen leichter für dich vielleicht geworden, das Arbeiten, ne? Vielleicht für die Jungs aber schwerer selber. Ja, also jetzt geht's einfach, auch wenn die in Köln sind, war ich da schon ab und zu dabei, aber wir überlegen jetzt viel weniger Wert darauf, dass ich bei Prax dabei bin, als bei Liquid auf jeden Fall. Okay, also. Weil wir auch nicht so viel Pracken haben wie bei Liquid. Okay, also machst du eigentlich eher so dein Ding für dich mit, so, du kriegst die Prax schon mit, aber ist dann auch immer, wenn Events halt sind, wird's halt effektiver und mehr, und dann auch eher immer so Vorbereitung, was die Gegner angeht. Ja, das ist viel wichtiger zurzeit, dass wir das hinbekommen, weil die müssen sich gerade mehr als genug darauf fokussieren, Stewie zu integrieren, dass sie nicht noch Zeit haben, sich groß auf Gegner vorzubereiten und so. Die machen das und ich mache derweil die Gegner. Ist das so am Rande? Hattest du da so Einfluss bei der Spielersuche oder war das so, ging das so an dir vorbei oder wie war das? Nee, also ich wurde auf jeden Fall auch gefragt, wir hatten ja eine relativ große Liste und ich habe mitgescoutet, habe mir Demos von Spielern angeschaut, habe mir die Leute angeschaut, die in Frage kommen, und ja, dann haben wir halt so eine Liste erstellt, die ich denen vorgelegt habe, und die hat natürlich auch schon ihre Liste, und dann wurde das halt so abgeglichen quasi. Dann hat man den gemeinsamen Nenner. Ja, genau, also die hat natürlich ihre Liste hat natürlich mehr Kraft als meine, aber man hat auf jeden Fall Wert drauf gelegt. Dass du überhaupt eine machst, ich meine, das ist ja auch schon ein Zeichen, so. Ich meine, gerade auch in diesem Level, man darf ja immer noch nicht vergessen, so, dass du selber nie auf dem Niveau gespielt hast, so, sondern du machst halt diese Arbeit, was die Analysen angeht, mega krass, aber da gibt man ja dir eigentlich auch schon mega Feedback, so, wenn man sagt, ey, wir vertrauen dir, so, wenn du das siehst, dass du weißt, dass der was drauf hat, dass du das auch mit auf dem Schirm hast, so, und dass du da auch was machen sollst. Ja, ist auf jeden Fall wichtig. Das ist schon mega krass, ne? Man darf ja nicht vergessen, was für Leute du da mittlerweile zu tun hast, so. Also da würde jeder jetzt das Zittern bekommen, der gerade in Deutschland auf einem hohen Level spielt, so, wenn er denen nur mal eine Demo zeigen müsste von sich, so, ist halt Fakt. So, wenn du jetzt, ist dir völlig egal, welcher Spieler in Deutschland, wenn du jetzt sagst, ey, Coldzera, guck die sich jetzt mal an, so, da denkst du dir, fuck, so, okay, scheiße, die nicht bitte, eine andere, wenn es geht. Ja, aber jetzt ist es alles so freundschaftlich schon, also. Also, das ist natürlich gar kein Problem mehr damit oder so. Man chattet auch außerhalb richtig viel, so WhatsApp und so, man lacht. Ja. Also es ist nicht nur Arbeit. Also es ist auch echt eine Familie-Freundschaft, so, die da entsteht oder entstanden ist. Das ist denn auch echt wichtig da bei den Brasilianern. Ja, ich meine, man merkt ja auch an den Sus-Dingen, ne? Also das ist so, wenn die, ich glaube auch gerade, wenn die jemanden zu schätzen wissen, so overall, menschlich und halt was die Arbeit angeht, ne, dass sie da auch an ihren Leuten festhalten, ne? Ja, auf jeden Fall.
Jetzt eine Frage, die jetzt auch höchstwahrscheinlich dann auch mit zu deinen Aufgaben gehört. Wenn ihr jetzt euch auf Teams vorbereitet, macht ihr eigentlich so bei Teams, macht ihr da so einen Schlüsselspieler irgendwie aus, sodass ihr sagt, ey, das ist so der Spieler, um den wir uns am meisten kümmern müssen oder am meisten avoiden müssen oder sowas? Ja, das machen wir oft. Also vor allem machen wir das für Fallen, wie er am leichtesten AWP-Frags bekommt. Da legen wir ganz großen Wert drauf, wie die Laufwege von der AWP sind, wenn sie abgesmockt wird an ihrer Standard-Posi. Und dann halt, du hast natürlich immer deine Keyplayers. Bei Maus hatten wir die ganze Zeit Oscar, bei Astralis die ganze Zeit Device und wie du die counterst. Und auch gegen Navi haben wir oft, wo spielt Zeus? Also das halt auch, hört sich zwar scheiße an, aber du versuchst natürlich so oft wie möglich Zeus zu übergassen, anstatt auf Simple zu gehen. Ja, ich meine, das, du musstest es jetzt halt so einem schlechten Gefühl sagen, aber es ist halt Fakt. So, das ja, ist, klar. Es ist halt einfach so. Du musst es halt machen. Und ist wahrscheinlich das, was sich am meisten über die Jahre hin geändert hat, ist nicht mehr, ich analysiere ein Team, sondern ich analysiere die Spieler des Teams und analysiere, wie ich den am leichtesten zu punishten Spieler halt rausfinde und wie ich das mache. Ne? So, das ist, glaube ich, so der größte Wechsel, den man macht. Weil damals hast du wirklich noch... Ja, okay, damals habe ich mehr beschrieben, ja. Genau, die Team, das Team macht den Go gerne und die werfen gerne die Granaten. Und wenn die Granaten kommen, ist dieser Go. Oder so diese ganz Overall-Sachen, so, wo du so das ganze Team als Ganzes machst. Und heute ist eher so dieses, ja, der Spieler ist gerne da und aimt so ab, also kann man ihn so gut punishen. So. Ja, genau, das ist viel wichtiger jetzt. Ja, aber kann sowas auch mal nach hinten losgehen? Also hat euch dann Zeus auch schon mal geneift oder so? Nee, aber das dann schon so, dass man dann... Klar, man verlässt sich halt schon auf so eine Analyse und dann auf einmal, die leben ja auch nicht hinterm Mond, muss man dazu sagen. Ja, das sind ja auch nur Tendenzen und vor allem, die bereiten sich ja damals, Ende 2017, hat sich ja jeder nur auf SK vorbereitet quasi. Naja, die haben ja alle unsere Demos geschaut, uns analysiert und alles anti-gespielt. Der Playstyle war ja auch der Playstyle to have, so. Das war ja, genau, und das halt, natürlich geht da mal was nach hinten los, aber das ist ja nicht schlimm, ich meine, jeder macht mal quasi Fehler im Job, das ist jetzt ja nichts Weltbewegendes. Ist ja immer noch Counter-Strike, ich meine. Ja, aber du kannst nicht jeden Move voraussagen, du kannst nur eine Tendenz geben. Genau, aber die natürlich so gut schon, wie möglich, ja. Genau, die machen ja schon, haben ja schon großen Einfluss dann auf das Ganze. Und ja, auf jeden Fall. Aber das, ne, du sagst es schon, ne? Also SK war halt das Team, was zu schlagen war. So am Ende habt ihr gefühlt nur noch gegen euch selber gespielt, weil man sich selber irgendwie countern muss, so, weil jeder genau so das auf dem Schirm hat. Und ich meine, die anderen Orgas sind ja auch nicht mehr von gestern, so, die haben ja auch schon Swarnies in ihren Reihen. Leider, ja. macht ihr so im Team dann irgendwie auch so, okay, ich frag anders, ihr habt doch bestimmt mal so darüber gesprochen, boah, der Spieler ist die beste AWP auf der Welt. Also jetzt, wenn ihr nicht euch selber immer nennt, also die Spieler dann sich selber nennen oder so, gibt's da sowas, so dass ihr mal so im Team darüber redet, einfach, wer ist gerade der beste Spieler, wer ist gerade der beste Ansager, also von den anderen Teams einfach? Ja, Simple natürlich, also. Der fällt ununterbrochen, halt, ne? Das ist halt klar, also das war die ganze Zeit die Rede, dann war noch Device vor seiner Handverletzung, war krass. Und Nico natürlich, der hatte ja auch ab und zu seine Phasen, wo er einfach komplett umdrückt. Ja, da ist er also, manchmal Outer Space, der Typ. Das ist ja auch wichtig, vor allem jetzt, wo wir international sind, dass wir uns mit anderen Spielern beschäftigen und nicht nur auf uns fokussieren. Ja, es ist höchstwahrscheinlich schwerer geworden jetzt, die Arbeit. Ne? Ist schon so ein Move, den man so nicht, auch höchstwahrscheinlich andere große Teams nicht so nachvollziehen konnten. So einfach dieses, so dass man das Team, was eigentlich so auf dem Bildschirm die mit Abstand beste Kommunikation hat und das beste Ingame-Verständnis hat, dass das eigentlich aufgibt für... Nicht für nur ein Spieler, sondern halt für einen Top-Spieler, aber das halt aufgibt, das Ganze. Also man schwächt eigentlich 4 Spieler für einen neuen. So, ist das. Ja, aber wir haben halt auch, du musst ja auch Langzeit im Blick haben. Das ist ja eine Langzeitentscheidung gewesen. Es war klar, dass wir in der Kurzzeit, also in den ersten 2-3 Monaten, komplett aufs Maul kriegen werden. Wir haben nichts anderes erwartet, also. Ja. Wir haben die Entscheidung ja auf Langzeit getroffen und da hoffen wir ja immer noch, dass das wird, weil wir wussten mit dem alten Line-Up, als wir wie ESG rausgeflogen sind, davor über eine Gruppenphase rausgeflogen sind, Starletter, E-League, Majox sehr früh rausgeflogen, Dreamhack Tours ewig früh rausgeflogen. Da wussten wir, dass wir unbedingt was ändern müssen. Also ja, WSG ist schon ein Thema, da komme ich auch nochmal später drauf. Ne? Da habe ich auch nochmal was vorbereitet. Naja, ja, aber... Nee, also brasilianisch konnten wir nicht machen. Du kannst
keinen zum brasilianischen Spieler picken. Die sind entweder toxic oder schlecht. Ja, das so. Ist halt krass, ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen, ne? Es ist, na, von außen sieht man ja, also es gibt ja gute Spieler, so ist es nicht. Oder auch Spieler, die in Anführungszeichen locker gefittet hätten von ihrem Skill. Aber das ist halt auch, ne, so also SK lebt halt nicht hinterm Mond oder euer Team lebt halt nicht hinterm Mond. Die wissen halt, es kommt nicht nur auf diese Skill-Komponente an, sondern gerade so auf dieses Zwischenmenschliche auch, dass man im Team halt auch harmoniert und dass man auch im Team zusammenarbeitet. Ja, vor allem auch die Leute, die halt so sagen, das ist eine schlechte Entscheidung, warum haben die das gemacht, das ist halt jemand wie Fallen oder Coursera, die haben halt schon ein bisschen mehr Ahnung als die Leute, die reinchatten, warum sie international gepickt haben und die wissen, wie diese brasilianischen Spieler drauf sind. Mhm. Du kannst von diesem Nao, Tim Como, kannst du kein normales Profiteam picken, das kannst du nicht machen. Das ist einfach so ein großes Risiko, was du nicht eingehen kannst. Also... Da ist ja echt schon einiges da draußen gegangen. Da brauchst du nicht nur eine gute Rechtsabteilung danach, sondern du brauchst also fünf Psychologen. Und die sind alles. Ja Vorbilder Fallen und so. Jeder schaut dir zu Fallen auf. Du kannst sowas nicht machen. Ja, das ist echt nicht nur dieses, dass man sich so spielerisch selber so ein bisschen vielleicht oder menschlich so selber im Team verschlechtert, sondern auch so die Außendarstellung wird natürlich komplett, ne, revidiert. So, weil Fallen, wenn du Fallen siehst, siehst du halt diesen netten Dude einfach, der immer freundlich ist, der so viel für Newcomer tut, für Academy und so. Wie oft hat er schon gute Taten so nach außen getan? Also das ist, der hat sich natürlich schon über die letzten Jahrzehnte hat er sich schon einen Ruf aufgebaut. So, und selbst den, weißt du, wenn du da diesen KNG oder wie der heißt, reinbringst oder so, der braucht einen Tweet wieder machen. So, und dann bist du gleich mit dabei irgendwie, dann bist du im selben Boot. Und das ist halt, das kannst du halt einfach nicht, das kannst du auch einfach nicht riskieren. So, das ist ja auch nicht wert. Weil Lukas und Henny wollten wir zum Beispiel auch, aber Lukas will nicht ohne Henny gehen, weil die Brüder sind. Da merkst du auch schon, okay, wenn das schon so anfängt und er so unflexibel ist, dann kann er nicht im Profiteam, dann will er am Ende noch mit ihm am Spot spielen und Händchen halten oder so. Also, wenn das halt schon so anfängt, dann sowas kannst du halt nicht picken. Die von Luminosity kannst du nicht picken, weil die nur Tier-2-Erfahrung haben, noch nie gegen gutes Team gespielt oder so. Ja, aber das ist halt schwer, leider, aber ja, da ging einfach nichts. Aber wie du schon selber sagtest, also Fallen und Coursera werden schon wissen, was sie da machen, ne? Und das ist ja auch alles noch, das ist ja auch, ne, wie gesagt, ein Prozess, der da gestartet wurde, dass man da von heute auf morgen nicht wieder startet, ist halt klar gewesen. Deswegen habt ihr da ja eh alles für euch noch auf dem richtigen Weg. Die Frage ist natürlich so, da werden ja immer hier und da kommen natürlich Wechsel ins Spiel. Aber den Swanee, den wechseln sie nicht, oder? Nö, also ich kriege auch immer sehr positives Feedback und so. Und ich habe. Natürlich chatten die mich auch mal an, wenn ich was falsch mache oder so, aber die legen große Werte auf meine Arbeit bisher und. Also wirklich. Also positiv, also beides, ne? Du kriegst Feedback, ja, also du kriegst Kritik halt, aber konstruktive und halt auch dann positives Feedback, wenn es dann alles in Ordnung ist. Und das ist ja. Sehr das viel brauchst du ja beides, das brauchst du ja auch beides, ne? Also du kannst ja. So, du musst ja auch irgendwie immer noch wachsen, so und. Das ist, ist glaube ich auch schwer, so deinem Wissensstand irgendwie jetzt gerade zu comparen, so, ne? Weil eigentlich hast du ja unter so viel krassen Leuten jetzt schon gearbeitet und mit denen gearbeitet, so, das ist schon, so, ich glaube, das darf man auch, das kannst du halt gar nicht, kann man gar nicht erklären, glaube ich, auf was für einem Stand man dann irgendwann auch ist, so, aber so, dass deine, sag mal, die History und so spricht ja für dich auch und selbst wenn, ne, irgendwann das nicht mehr sein soll, ich glaube, mit der History, mit dem Lebenslauf jetzt als Analyst, da kannst Probleme. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, da braucht man sich echt keine Sorgen machen. Gibt es bisher irgendwelche so Erfolge, auf die du so besonders stolz bist bei SK? Also das, was ich am Anfang am meisten stolz war, dass ich mit Taco viel gemacht habe und der dann auch E-League Season 6 Finals, wo wir gewonnen haben, dann auch MVP wurde. Mhm. Was so einen Monat, nachdem ich da war und ich viel mit ihm gemacht habe, dass das halt sich so ausgezahlt hat. Das war schon so das, was ich am meisten stolz bin, weil sonst noch die Pro League direkt die Blast Series direkt gewonnen, das war auch ganz nice. Ja, aber ich glaube schon, ich verstehe schon, dass du sagst, wo du so einen individuellen Draht zu jemandem hattest und so. Ja, das ist ja dann auch so Erfolg auf mehreren Ebenen, so spielerisch Erfolg, aber auch so menschlich hast du ihn ja höchstwahrscheinlich dann auch damit einfach bestärkt in seiner Art. Also das ist natürlich, glaube ich, nochmal ein geileres Feedback, so als so ein allgemeiner Erfolg mit den ganzen, wo jeder Profi halt seinen Job nur macht. So, da hast du ja nochmal dann so ein krasses Feedback zurückbekommen. Ja, das hat mich am meisten erfüllt, würde ich sagen. Du hattest jetzt so zum Ende von SK,
Du hattest ja bei Liquid, hattest ja einen Larry. So, wie sieht's aus? Brauchst du sowas aktuell auch oder wäre sowas hilfreich oder? Nee, gar nicht, weil wir uns zum Beispiel auf diese Online-Matches gegen so ein Complexity oder Splice oder so halt einfach gar nicht drauf vorbereiten, sondern einfach nur auf Aim gehen und reindatteln. Also, ja. Weil das halt auch einfach reicht für uns auf dem Niveau, auf dem SK spielt. Über die müssten wir immer einstellig fahren. Da gibt's keine Ausrede oder so. Deswegen hast du da gar nicht so viel für diese. Nee, diese Low-Matches so brauchst du gar nicht, ja. Und dann machst du halt die großen Events und da. So, ich meine, man darf ja nicht vergessen, du machst das jetzt auch komplett Vollzeit, richtig? Ja. So, und deswegen hast du da ja, ist ja nicht so, als wenn du da nicht auch Zeit hättest. Und hast du eigentlich so mittlerweile, ich sag mal so Akten fertig gemacht, irgendwie, sag ich so von wegen, ja, Gegnerakten, so mit den ganzen Tendenzen etc. oder auch so selber, sag ich mal, von deinen Spielern immer so dieses so, ja, wenn dann zum Beispiel, als du damals mit Taco noch so richtig viel gearbeitet hast, dass du so ein bisschen seine Stärken, seine Schwächen dir für dich nochmal runtergeschrieben hast? Ja, es haben wir auf jeden Fall, dass wir auch immer so jeden zweiten Monat ein bisschen vergleichen können, ob die groß was geändert haben jetzt. Also versuchen das so jeden Monat zu aktualisieren. Und natürlich vor jedem großen Event schauen wir uns die Demos nochmal selber an und die Akte quasi haben wir nur Map-Vetos und so drin. Und bei einzelnen Spielen ist es schwer, eine Akte zu führen, weil sich so oft und so viel ändert. Dass du es vor jedem Event aktualisieren müsstest, aber für unsere Spiele auf jeden Fall. Und sonst halt einfach schauen, dass wir jeden Monat auf jeden Fall schauen, dass wir genau wissen, wie die Gegner spielen, wenn sich die Meta einfach immer noch komplett ändert. Jetzt mit der scheiß CZ vor allem. Ja, das ist, wie oft flamet man da einen eigenen Voice oder akzeptiert man es und macht selber halt einfach auch? Nee, ist halt einfach nur behindert, dass du deswegen halt vor allem im Best of One wichtige Runden verlierst wegen dieser Waffe halt. Also da ist auf jeden Fall viel Flame dabei, auch wenn du selber eine Runde holst, die du eigentlich nicht holen solltest, flamest du halt auch die Waffe. Ja, okay, das machen nicht so viele, ne? Das machen halt nur, zum Beispiel, ich kenne das ja auch so, dieses so, dass es mich abfuckt, dass ich jetzt mit so einer Waffe die Runde entscheiden kann, das ja, darf gar nicht sein. So diese Fairness zum Competitive allgemein, so dass man da so ehrlich zu sich selber sein muss, dass einen das aufregt. Ja, auf jeden Fall, das ist halt einfach nur scheiße. Ist das so, dass, ja, es heißt ja immer so, ja, die Valve pflegt Kontakt zu großen Teams und so. Ich meine, dann müsste SK ja mit eurem Lineup müsste ja theoretisch bei denen im Office mit drin sitzen, so von der, ne, vom Profi und Verhältnis und Kontaktverhältnis. Ist dem so oder juckt es doch weniger, als sie immer nach außen tragen? Die haben Kontakt und die sind auch immer bei Majors auf jeden Fall vor Ort, aber es ist halt auch alles nur Alibi-mäßig sozusagen. Also die hören zu, was wir sagen. Also tun zumindest so, aber das geht halt links rein, rechts raus. Haben ja auch Pro schon öfters auf Twitter gepostet, dass die den Devs gesagt haben, was die wirklich ändern sollen und auch direkt an ihre E-Mails geschrieben haben, aber es juckt die einfach nicht, weil die ihr Game einfach nur an dem Casual-Game balancen, was halt. Naja, genau, das ist das Max, ja, dass sie da mittlerweile. Das ist halt einfach nur schlecht. Dann können die einfach gar nicht mehr bei den Events vor Ort sein. Die meinen das halt so alibimäßig, um gut dazustehen. Aber. Ja, so dieses, ja, wir sind aber noch bei den Events und ja. Das ist das wichtig. Und es gibt auch jetzt eine Stunde Meeting mit allen Team-Captains und, ja, das ist. Und wir nehmen uns das alles mit nach Hause, aber dann kommt es direkt in den Schredder. Ja, das ist einfach nur low. Ja, ich meine, weil wenn es so wäre, dass sie auf das Feedback von den Pro-Teams nur den Hauch von einem Fick geben, dann hätte man schon vieles geändert. So. Und das ist halt. So, ich meine, daran kannst du es ja nur festmachen. So. Also heißt es einfach immer wieder, das Meta akzeptieren und spielen. Ja, kannst nichts machen. Also, was willst du groß machen? Aufregen hilft halt auch nichts. Es ist halt auch, glaube ich, die haben ja nach dem letzten Pistol-Update gesagt, mit der 5.7 und so, wo die 5.7 Overplayed war, dass die großen Wert drauf legen, dass die Pistols quasi gleich genutzt werden. Und wenn du jetzt so Statistiken nach Turnieren anschaust, dass 80% CZ auf beiden Seiten gekauft wird und 5.7 zu 7% oder so auf CT, dann ist es halt auch schon wieder sowas, wo die sich komplett widersprechen. Und na, da. Keine Ahnung. Die wissen wohl auch nicht so ganz, was sie wollen, ne? Aber hey, ist ja zum Beispiel an der einen Stelle macht ja, Valve macht halt gar nichts vernünftig, aber dafür kümmern sich ja andere, ne? Um so ein bisschen schöneres Meta, um darum dir ein bisschen die Arbeit zu erleichtern, ne? Ja. Wir haben ja da, du hast ja da mir so ein schönes Tütchen zur Verfügung gestellt, wo wir unter der Hand, wo wir mal einen kleinen Blick drauf werfen dürfen. So, das bleibt natürlich full undercover, meine Freunde, aber also. So, wir haben hier, ich bin hier schon mitten im Spiel gerade, ich habe hier einfach mal eine
Big SK-Ding, das könnt ihr nicht ganz gut sehen, ne? Das ist, also die Seite gibt's ja auch schon, ne? Das ist ja auch ein Tool, was bald offiziell rauskommen wird, richtig? Ja, aber erstmal nur für bestimmte Leute. Gut, also erstmal nur lizenziert und ja, das ist halt das, was wo sich viele drüber aufregen, gerade natürlich Coach, Analysten, aber auch ganz normal Team-Captain oder Teams, so dass der Demo-UI von Counter-Strike an sich halt der letzte Gülle-Scheiß ist. Und wir haben hier halt wirklich ein Programm, so man kann der Frag, ich mach Link, Left Arrow, der Frag, Left Arrow, wieder an dem Frag, so man kann hier wirklich wunderbar durch die Runden switchen, also das ist natürlich etwas, wo dann die Arbeit auch Bock macht. Ne? Man kann hier oben ja, in den Radar klicken, kann auf die Spieler gehen. Man hat hier unten wirklich, ich guck mal, dass ich das, warte, so sieht man dich noch ein bisschen mit, aber das ist auch schön. Finde ich auch. So, man kann hier, ich muss das mal noch ein bisschen, so, ich mach das mal genau über dein Gesicht so. So, man, wir sehen hier unten nochmal, man kann hier in jede Runde direkt reinklicken, also man kann auf Granaten klicken von den Leuten. Die da gezogen wurden, man kann wie gesagt mit Right Arrow immer zum nächsten Frag direkt springen in den Runden, also das ist halt wirklich ein mal etwas, wo man dann doch nochmal ja, ne, wo du glaube ich Gott gedankt hast, ne, dass sowas auf dich ja, zugekommen ist. Auf jeden Fall, ne? Es spart mir locker 20 Minuten pro Demo. In dem normalen Demo-Event da zurückgehen willst du irgendwie dein Spiel kackt fünfmal ab oder so und hier ja, kannst du einfach das kannst du ja wirklich zurückscrollen und so. Ja, das, also, das ist halt einfach geil. Ja, also ich hab's auch mir, ja, ich hab's jetzt von dir bekommen. Ich hab's nochmal kurz vor dem Stream jetzt nochmal kurz getestet, so, dass du mir das zur Verfügung gestellt hast. Ich da sehr, sehr großen Dank auf jeden Fall an dich so. Und keine Sorge, Jungs, ihr braucht mich nicht anschreiben. Das Tool darf ich nicht weitergeben, sonst habe ich bald eine Bande Brasilianer hier vor meiner Tür, die mich packen wollen. So, aber also es kommen wenigstens andere Third-Party-Unternehmen ins Spiel, die das Ganze angenehm machen und ich habe auch schon tausende Demos geguckt in meiner Laufbahn und es gibt, also sowas Angenehmes habe ich auch in meinem Leben noch nie gehabt, dass ich wirklich, dass ich da wirklich, dass man auch einfach zurückscrollt, du sagst es, du willst nur mal kurz zurück, ja. So, und dass du da wirklich tausendmal irgendwo hin, da kannst du ja, theoretisch, also es ist schneller die Demo neu zu laden und nach vorne zu gehen, anstatt einmal zurückzugehen, also. Ja, das ist echt so. So, deswegen, also, das ist wirklich ein Tool, unglaublich krass, so auf einem wirklich, also das, da sage ich nichts zu, aber Angebote einfach per Privatnachricht, meine Freunde. Ja, so, das ist auch noch rechts an dem Gitter, hast du auch noch den Spray also, quasi. Ah, warte, das zeige ich nochmal kurz. Wenn du quasi den Spray verkackst oder so. Ah, du hast nur das Spray-Pattern theoretisch hier? Ja, genau. Ich guck mal, ob wir eine Szene finden, wo wir das haben, bei... bei Tabs zum Beispiel. So, der wird jetzt wahrscheinlich gleich mal sprayen. Ich hoffe, das ist an, default-mäßig, weil sonst... Da wollte er doch gerade sprayen, komm schon. Ja, ne, das ist auch noch ganz geil auf jeden Fall. Dass die Spieler genau sehen, wie er Spray war und wie der falsch war. Okay, das ist halt mega krass eigentlich. Ja. Und, also das ist, so macht es halt Bock, Sachen zu analysieren. Und wie du sagtest, ne, das spart dir locker sogar, ne, so 20 Minuten, weil du wirklich, ne, so genau an die Stellen hin kannst, jedes Mal, wo du willst, ohne... Ja. So, allein schon, dass du mal ein paar Runden vor überspringen kannst, ohne dass du mal diesen dreckigen Button drücken musst. Das ist richtig, richtig geil auf jeden Fall. Na, warte, wir können ja hier zum ersten Frag gehen. So, Tizian, ja, ist sogar an. Ob wir nochmal eine Szene haben, so. Das ist verrückt, also wirklich. Ja, genau, da siehst du die Schüsse so und siehst genau, wie gesprayt wurde und so. Krass eigentlich, also das ist schon, das ist halt schon mega Ding und so, also. Da wirklich auch geil, dass wir das mal, dass wir da mal reinschauen konnten. Das ist halt so ein magisches Tool, ne, von dir auch. So, dass deine Arbeit halt auch erträglicher macht, ne, und ja, was vielleicht dafür so, sorgt, dass du keinen Larry brauchst, ne, weil... Nee, damit geht alles so schnell, das ist echt verrückt. Das ist aber, also, ganz großes Ding und so. Ich habe schon ein paar Sachen mitbekommen, so, was so Profis-Teams benutzen, aber das ist halt auch nochmal eine mega Sache, so, dass man das, dass man da wie. Einer schreibt, lass mich das Overlay drüber. Kann ich schon auch verstehen. Mit der Pornofilmbrille kann man dich nur zeigen, das muss sein. Nichts gegen die Brille, hallo? Ja, die ist 1A halt, so eine. Ist geil. Ja. Ist safe, Mann. Ja. Die hat Tim Gabel auch und der hat 2 Millionen Instagram-Follower. Ah ja, dann sag das doch, dann hätte ich mir auch noch eine vor dem Stream geholt, Mann. Kannst du doch in Köln machen. Okay. Bring mir doch einfach eine, deine mit, nämlich deine. Aber die hat Stärke.
Vielleicht haben wir die gleiche. Minus 4. Junge, kannst du damit schon durch Wände schauen? Ja. Jo, jo. wir kommen nochmal so ein bisschen nebenbei. So, macht dein, also der Job an sich, macht dir das eigentlich nur Spaß oder fuckt es dich manchmal auch ab? Also ich kann mir das auch, sag ich ganz ehrlich, teilweise so ein bisschen schlauchend vorstellen. So, das ist schon so ein bisschen sehr viel Routine, sehr viel das Gleiche und auch ein bisschen langweilig irgendwann. Also ist auf jeden Fall irgendwann, wenn du so eine Routine hast, gerade bei Liquid war es irgendwann schon langweilig, aber ich habe ja quasi jedes Jahr was Neues bisher, also wirklich langweilig wird es noch nicht. Ja, und ich glaube, das ist halt auch so ein Traumjob, würde ich jetzt mal sagen, dass sich ja auch immer die Meta ändert und so. Dass, also ich habe jetzt ja nicht immer das Gleiche, also ja. Abfacken würde ich jetzt nicht sagen. Nee, aber schon halt auch, manchmal muss man sich halt motivieren, jetzt nochmal 10 Demos in der Nacht zu schauen, ne? Ja, auf jeden Fall, also manchmal nervt es, aber jetzt gerade mit dem neuen Demo-Player ist es richtig geil. Ja. Mit dem alten Demo-Player hat es dann schon echt oft abgefuckt und ich wollte oft den Summit machen und einfach, ja, einfach mal den Monitor schauen. Reinkloppen, Alter. Ja, safe, ey, safe. Weil so. Der Scheiß so oft abkackt, das ist so nervig. Nee, also ich hab, wie ich kenne sie, selbst wenn ich mal nur eine Demo auf dem Stream analysieren wollte, bin ich schon ausgerastet, so. Da hast du ja auch übrigens die SK-Analyse von mir gesehen. Wie viele Sterne? 5 von 5. Das ist nicht gekauft. Das ist nicht gekauft. Ja, aber es muss jetzt ja nicht unbedingt eine SK-Niederlage sein eigentlich. Nee, wir können auch mal gerne auch mal in Zukunft wieder einen SK-Sieg rausholen. Ja, kommt hoffentlich. Warten auch mal wir wieder. Mal. Ne? Gibt's zurzeit nicht so viel, leider. Warten wir halt mal. Nein. Quatsch, also das. Also auch gerne Siege. Jetzt, jetzt erst recht, jetzt passt, dann macht diese Serie halt Sinn, weißt du? Danach nochmal, nachdem du da warst, nochmal von mir so eine SK-Sache. Das würde wenigstens so einen Flow ergeben. Wieder. Ja. Ich hoffe nicht so. Ich hoffe nicht. Ich sag ganz ehrlich so, da kannst du halt nicht so viel reintreten eigentlich. Also. Ja, also ich mein, alten Line-Up schon und jetzt am Anfang kannst du schon auch echt ja, viel reintreten. Ja, da kannst du, jetzt kannst du eine Menge reintreten. Ja, genau, jetzt wenn du halt ein Hund bist. Aber das ist halt nicht fair, so, weil. So, das ist schon krass, so dieser Sprachwechsel auch gerade, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht jeder Brasilianer auch fließend Englisch spricht und auch nicht dieses Situationsenglisch und dieses. Ist das, genau, du hast, glaube ich, auch, das hattest du mir nochmal gesagt, du hattest, dass sogar auch so Hausaufgaben gegeben wurden jetzt, gerade so was das Englische angeht? Ja, also die haben auch einen Lehrer dreimal die Woche, der sie nur so auf Englisch, also zuerst Englisch vorbereitet und auch unter Drucksituationen und so. Weil so unter Druck ist schon noch was ganz anderes, als wenn du jetzt so im Prack ein bisschen daddelst und auf Englisch callst. Genau, aber dann im Halbfinale entscheidende Runde für die Winning Map, so, ist schon nochmal was anderes, so, dass man da nicht auch in so Raster reinrutscht, weil dann funktioniert das Gehirn auch komplett anders, so in so einer Stresssituation. Vor allem, die denken ja quasi auf Portugiesisch, aber müssen auf Englisch callen, was unter Druck echt schwer ist, manchmal, wenn es auf Sekunden dann kommt. Ja, ne, das glaube ich, deswegen. Also, ich glaube, man sieht ja auch die Leute immer mal wieder jetzt so ein bisschen gathern, so ein bisschen Ami-gather, dass da so ein bisschen auf den Flow reinkommt, oder? Ja, die müssten halt auch mindestens 6 Stunden am Tag Rank S oder FPL spielen. Als Vorgabe, also. Damit ihr Englisch besser wird. Also, nicht mal für Spielen so an sich, das ist halt das Lustige, weißt du? Andere kriegen so Hausaufgaben, wo sie ihr Spiel verbessern müssen, aber man ist halt jetzt da an dem Level angekommen, wo es halt, ne? Das ist halt, ist ja auch gerade der wichtige Punkt und das sieht man ja auch von außen, ne? So, dass. Oder man weiß es ja auch, dass das halt dass der Ursprung des Problems sein muss. So. Deswegen, ja, genau. Du sagtest immer, dass du es halt schon so eine Person für sich ist und schon so the one auf jeden Fall und auch so eine Autorität hat. Gab es irgendwas so, was er dir mit auf den Weg gegeben hat? Irgendwie so Worte, Sätze oder so, wo du gesagt hast, so, die dich so ein bisschen genommen haben oder so beeinflusst haben oder positiv, negativ? Also, was halt sehr, sehr nett war zum Beispiel nach der EPL, als er gesagt hat, dass der Win groß auf meine Kappe geht, dass meine Arbeit ihm sehr viel geholfen hat. Sowas ist halt schon geil, wenn du so ein Lob bekommst, auch vor allem von einzelnen Spielern, so von Twist oder Elise, wenn die dich halt anchatten und nach Hilfe fragen und auch quasi so ein bisschen außerhalb vom Business, auch so privat ein bisschen, damit die ihren Problemen kommen. Das ist halt auch schon so ein kleiner Vertrauensbeweis. Ja. Also was halt auch wichtig ist, dass du nicht nur auf einer Business-Ebene mit deinen Leuten bist, sondern auch freundschaftlich und außerhalb vom Game. Das glaube ich dir. Ja, das ist ja, also das Schöne ist natürlich so, du kriegst jetzt von den Teams und so und auch von krassen Leuten kriegst du eigentlich schon Credits, nur ja, also in Deutschland bist du halt, ne, bisher irgendwie so unterm Radar geflogen. Ist das,
So ist natürlich jetzt nichts zu Wichtiges, so, aber so ein bisschen, ich meine, so ein bisschen Fame steht dir ja auch eigentlich schon zu. Ist so etwas, was dich jetzt irgendwie juckt, oder ist es halt, wie es ist? Juckt mich nicht, ich mache das ja nicht wegen dem Fame, sondern ich sag immer, Success is the best recognition you can get. Also, solange ich erfolgreich bin, juckt es mich nicht, was so irgendwelche deutschen Hobby-Dattler zu mir sagen oder ob die mich kennen, so. Ist ja auch Fakt, so. Ich Also, meine, ob ich da so. jetzt fein bin und 10.000 Twitter-Follower habe oder nicht, Ja. ist mir halt komplett egal. So, ich habe meine Es. Leute, ich habe Freunde und so, die mir gutes Feedback geben. Da juckt es mich nicht, was so ein Günther im Internet sagt, dass meine Arbeit kacke ist oder so. Also, das lässt Was, mich relativ da kalt. juckt mich nicht, was so ein Sonic sagt, wenn er eine SK-Analyse macht, dieser Hund. Ja, doch, sowas schon von Leuten, vor denen ich Respekt habe, so Goppo oder so, hätte ich, wenn die meine Arbeit irgendwie beurteilen würden, hätte ich schon auch, aber die haben ja keinen internen Einblick quasi, deswegen ist es immer schwer von außen zu sagen. Ja, das ist natürlich eh auch immer das, ne? Auch wenn man jetzt Demos von seinen Gegnern oder so analysiert, so, du weißt nicht, was so, nicht immer, ob das jetzt individuell low ist oder ob da so, ob da noch so Ja, zwei, eben. drei Drittprobleme dazugekommen sind, wie Kommunikation oder irgendwas, was das Ganze gerade irgendwie so ein bisschen dumm aussehen lässt, so die Runde. Ja, also wie gesagt, ist mir scheißegal, ihr könnt mich gerne als Internet-Boxsack benutzen und mich flamen, wenn SK verliert. Ja, ihr könnt ihn aber auch gerne einfach bei Twitter followen und ein paar nette Worte rüber schicken, weil der Junge hat sich jetzt hier jetzt schon super viel Zeit genommen und ja, irgendwie auch für mich was mega Interessantes gemacht, weil ich würde das jetzt nicht machen, wenn es mich selber nicht interessieren würde, sondern es sind alles Sachen, was ich selber auch wissen wollte und wenn es mich interessiert, gehe ich einfach mal ganz frech davon aus, dass es auch ein paar Leute draußen interessiert. So, du hast ja auch wirklich jetzt viel Einblick gegeben, so auch in die ganzen Routinen und so. Das ist ja wirklich auch einiges, was man sich jetzt so selber rausziehen kann für sich selber und auch den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen ja auf einen neuen Weg gebracht hat, weil was man halt immer nicht vergessen darf, so du kamst halt irgendwie aus dem Nichts und bist jetzt halt bei SK, so das ist einfach Ja. boom und das steht für sich und da kann man halt einfach nichts dran rütteln. Deswegen, Ja, wenn ich also sowas wie Vitamin B lese, ist halt auch. wie? Ne? Also wo Wenn sonst? es so einer schreibt, einfach zu reden, wenn man per Vitamin B reinkommt, ist halt. Das würde ich gerne mal wie, also selbst das muss man mir mal erklären. Also weißt du, Ist halt auch schon. selbst wenn du 15 Brüder bei SK hättest, wo ist da der Sinn, dich zu holen, so wenn du nichts drauf hast? So. Also da muss man halt, glaube ich, auch ein bisschen selber, da muss man mal ein bisschen, Realitätsfern halt, ja. ja, deswegen. Aber ich von meiner Seite bin sehr froh, dass du hier schon mal so viel Einblick gegeben hast und so. Deswegen da schon mal vielen Dank an dich, so dass du dir die Zeit genommen hast. Ich Ja, würde, macht auch Bock auf jeden Fall. freut mich zu hören. Ich würde jetzt gerne irgendwie noch so ein bisschen den Chat loslassen, dass wir da irgendwie, dass die Jungs und Mädels im Channel noch ein paar Fragen stellen können. So, Oh, ich dass hab wir da noch, Chat. ja, das ist super. So. Also Freunde, jetzt könnt ihr gerne noch mal, Oh, shit. ja, jetzt lasst raus, was ihr rauslassen wollt. Gerne Fragen, die ein bisschen Hand und Fuß haben. Product Placement habe ich ihm versprochen, darf er machen, ohne dass er Schläge bekommt in Köln. Und so, zum Glück im Hals stecken geblieben. Und sind zwar nicht Arbeitszeiten an Amerika angepasst, ja. Ja, Das gebe natürlich. ich selber mal, ne? Da bin ich mal so frei. Also, Dann ich kommt. kann ja nicht in Deutschland deutschen Zeiten arbeiten, wenn die pennen so. Genau. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, das ist Frage an mich, das brauchen wir nicht. Wann kommt das Tool? Da hast du ja, glaube ich, auch gesagt, ne? Das ist erstmal nur lizenziert, nur für aus. Ja, das dauert auch noch, die sind auf bestimmt noch 2, 3 Monate, bevor da eine Beta noch rauskommt. Ja, deswegen, also. Dass du das hast, macht Sinn. Dass ich das jetzt bekommen habe, ist krass. So. Wie gesagt, da müsst ihr schon was bieten, wenn ihr das jetzt haben wollt. Ja, da kommt auch noch auf Köln bestimmt nette Dienste auf mich zu. So, was haben wir? Was sind die meisten Probleme mit Stewie? Haben wir eigentlich schon gut angesprochen, aber gibt es da irgendwas, was man noch nicht so ganz, was irgendwie so, dass er irgendwie doch einen anderen Playstyle hat oder so, als man erwartet hat oder. Das Problem ist eher mit Vertrauen von vorn. Der hat ja auch schon, als Phelps neu reingekommen ist, dann hat seine Leistung ein bisschen drunter gelitten, weil er Probleme hat, neuen Spielern zu vertrauen. Also Stewie an sich hat jetzt nicht so die Probleme, aber er hat dadurch dann auch Konfidenzprobleme, weil vorhin ihm nicht vertraut und so. Das ist so das größte Problem noch, dass wir das nur ein bisschen gefixt bekommen, weil an sich war das schon gut. Wir brauchten ja unbedingt einen Spieler, der so B-Spots safe hält. Das macht er auf Inferno jetzt schon echt gut. Also ist nur noch die Konfidenz bisher. Ich würde Ja. sagen, wir sind bei 75%.
Also ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Ja, es war natürlich klar, dass so eine Gehaltsfrage kommt. Es ist ein nettes Gehalt auf jeden Fall. Heißt auf jeden Fall, ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Ja, genau. Also der Junge wird überleben. So. Da braucht keine Sorgen. Englischunterricht nur wegen Stu auch schon davor. Ich glaube nur wegen Stu jetzt, oder? Ja, nur wegen Stu jetzt. Sorry, ich frag mal bitte, wie das bei SK mit Sport- und Ernährungscoaching aussieht. Ob die Spieler supplementieren. Wir hatten auf jeden Fall einen Mentalcoach, aber den haben wir jetzt nicht mehr und Sportcoach haben wir gar nicht. Also die ernähren sich selber relativ gut. Die sind Vollprofis genug, um zu wissen, dass es wichtig ist in der Freizeit. Bei Liquid sah das auch noch ein bisschen anders aus? Ja, da hatten wir alles. Da hatten wir Mentalcoach, Sportcoach, da hatten wir Köche eigene. Krass. Also das volle Programm. Ja, man merkt schon so, dass so bei SK, die brauchen das halt nicht, weil die selber halt seit 100 Jahren Profi sind und wissen, worauf es ankommt. Aber bei anderen, ne, wenn du da dann auch gerade so junge Spieler immer wieder reinholst und fördern möchtest, oder da ist halt krass, da haben sie halt an allen Ecken den Support, ne? Ja. Welches Team ist am schwierigsten zu analysieren und warum? Zurzeit auf jeden Fall Astralis. Die machen so viele Neuerungen mit ihren HEs, gerade vor allem, was die auf Overpass da alles sniden am B zum Beispiel, ist so schwer zu readen. Die kommen immer mit Neuerungen. Also auf jeden Fall Astralis. Frage: Kommen die Spieler zu dir und fragen dich, bei welcher Resolution Crosses sie am besten funktionieren? Ah, ne, dafür sind sie auf jeden Fall auch Profi genug, um zu wissen, dass ich denen nicht sagen muss, du machst jetzt 16:9 Full HD, sonst hittest du nicht. Ist es aber so, dass da auch gut gewechselt wird bei SK? Du hast ja, ne, so ein bisschen. Ja. Also, Föhr hat auf jeden Fall auch auf 16:9 Full HD gewechselt im Bootcamp mal, als er es angetestet hat, aber sonst relativ gleichbleibend. Okay, ja, das macht mich ja wenigstens ein bisschen glücklich, Mann. Ja. Bekommt er was vom Preisgeld ab, also Prämien? Ja, wenn wir Top 4 platzieren, kriege ich einen Price Pool Share. Okay. Übrigens nett, dass er das sagt. Das habt ihr auch jetzt nicht gehört. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Also, kommt ja auch nicht mehr könnt vor. Könnt ihr ruhig wissen. Wisst ihr nicht, wie viel? Oh, schade. So, wie viele Stunden macht er die Woche? Das kannst du nicht sagen. Ne? Ich stempel ja nicht, also. Ich schaue mir manchmal zum Beispiel morgens Tier 2 oder Tier 3 Matches an. Das ist ja quasi auch schon Arbeit. Ich gehe ins Bett und überlege mir, warum hat der Go nicht funktioniert. Du kannst das nicht einfach so sagen. Das ist ja quasi. Ja, so ein du denkst es halt, wenn du so im Zug sitzt und dir denkst, was könnte ich denn gegen Astralis besser machen? Wie haben wir gegen die verloren oder so? Ich bin ja nicht so im Büro und stempel ein und stempel dann wieder aus und setze mich auf die Couch oder so. Also schon, so, aber auch auf der Couch denkst du halt leider nach. So, das ist, glaub, ja, eben. Ja, das ist auch, glaube ich, ein bisschen schwer irgendwie so, dass, so, weil ich glaube, CS an sich kannst du eh nicht mehr gucken, also so genussvoll, ne? Ich glaube, man hat permanent so diesen Analysemodus und merkt sich direkt und guckt, was sie machen und achtet auf so vieles andere, sodass man gar nicht mehr geil mitfiebern kann. No. Ja. Das geht leider sehr schnell weg dann. Was meinst du, Ronny? Sollte man als CT eher geplante Set-Goes spielen oder einfach individuell über Mid-Calls spielen? Beziehungsweise sich an den Gegner passen? Als CT hätte ich jetzt, die Frage fand ich jetzt auch als. Ich glaube, machen wir als T. CT würde ich keine Set-Goes machen. machen wir mal als T. Ja, ich finde, es kommt immer drauf an, wenn du so confident Spieler hast, wie Stefan bei Attex oder so, ein Kief, da hast du ja auch gesehen, der kommt nicht klar mit so Set-Executes, der braucht Freiheiten. Mhm. Es kommt ganz auf deine Spieler drauf an und wie deine Gegner sind. Wenn du gegen aim-schwächere Gegner spielst, dann geh lieber auf Instant-Contact-Goals, anstatt groß mit Executes sich gegen schlechtere Spieler zu versteifen, die dann vielleicht dich in Smokes ausmoven oder so, sondern geh einfach auf Gesicht direkt. Ja. Es kommt ganz drauf an. Das ist jetzt so eine Frage, die schon interessant ist. Hast du irgendwie so was damit zu tun gehabt, mit dem Ingame-Leader-Wechsel, irgendwie so einen Hinweis gegeben oder gar nichts damit? Ist von vorhin, weil er nicht mehr confident war, seit Stewie da ist, dass seine Calls nicht mehr funktioniert haben. Okay, krass. Das muss man erstmal schaffen. Spielst du selber CS und welcher Rank? Ich bestreite der globalen Elite und bin immer oben auf dem Scoreboard vorzufinden. Wer was anderes sagt, lügt. Genau, wer was anderes sagt, macht Auge. Ja. Wie viel spielt er selbst und Analysierungsjunger guckt er nur noch Demos? Ich glaube, dein Spiel hat null mit deinem Analysejob zu tun, ne? Das eine, also selber spielen ist doch eher Hobby für dich, oder?
Ja, komplett. Vor allem, ich denke halt immer quasi im Pro-CS und was die Leute im Matchmaking die Gegner reindaddeln, da kommt sie halt einfach manchmal direkt wieder hoch und damit rechnest du halt nicht. Das ist halt so dummes CS, was halt klappt auf den Ranks und so. Und ja, und das halt einfach, deswegen bin ich scheiße. Ja, Ich das. denke einfach nur noch in Pro-CS und wie die Pros moven wurden und was schlau ist, aber Ja, bis du dahin kommst, das dann ist auch einfach dumm. auf dem Server, da wirst du zugrunde gehen daran. Na. Hat er einen prozentualen Anteil an der Turniergewinn? Das hatten wir gerade, kommt drauf an. Ja. Wie hast du die Webcam so breit gemacht? Was? Das ist. Swally Was? und ich sind so breite Maschinen. Wir haben halt Kann ich guten. bestätigen? Wir sind halt Maschinen, was sollen wir denn da sagen? Er findet auch Intervention außerhalb des Servers statt, zum Beispiel Quiet Eye Movement oder Reaction Test oder wird tatsächlich nur gezockt. Nö, also ist schon auch viel außerhalb noch, vor allem auch viel Teambonding immer noch, jetzt vor allem mit Stewie, dass wir Paintball spielen gehen oder so, also jetzt nicht nur was mit Arbeit zu tun hat. Ja, also jetzt nicht nur so dieses zu 15 Universitäten und Reflexteste machen und so, Nee, nee, sondern alles. eigentlich eher um nur das Team an sich zu festigen, ne? Das kannst du mit neuen Teams machen, sowas. Ja, oder einmal halt für einen Ja, Vlog, halt für genau. einen YouTube-Kanal, kommt's auch gut, aber Aber es hilft nicht so Bus hat viel, das wenn du jetzt nicht, deine ne? Reaction weißt. Ich meine, was hilft dir das? Dass du jetzt in Das. 3,8 Millisekunden abdrückst oder in 2,7 so. Ja, und bei Also. diesen ganzen Universitäten sind das halt irgendwelche Bälle fangen oder so. Ich habe da einmal so ein Video von Nip gesehen, vor 2 Jahren oder so. Muss ich halt ein bisschen grinsen halt. Das machst du halt für PR, aber Ja, sonst. genau. Deswegen. Hilft es, glaube ich, nicht viel. Gibt es für dich den klassischen Support-Spieler oder wird einfach nur der schlechteste individuelle Spieler mit der Rolle betraut? Ja, nee, gibt's natürlich. Ich meine, siehst du bei Legia zum Beispiel, ist ja auch der perfekte Support-Spieler. Hast du auch bei Taco gesehen, ist auch der perfekte Support-Spieler, der nicht Tab drückt, sondern einfach reingeht, Infos sammelt, fertig. Der weiß, das ist seine Rolle und ihn juckt's nicht, was er für Stats hat. Sowas ist halt geil, das brauchst du halt im Team. Deswegen halte ich auch echt viel von so Spielern, aber die Community halt nicht. Ja, aber das ist. Irgendwann wird das noch wechseln, weil zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel auf Dota gehst, da hat die Community die Welt verstanden. Es ist auch Ja. immer wichtig, was die Kommentatoren und die Hosts aus dem Ganzen machen. Weil bei Dota war das am Anfang auch so, dass immer man hat immer so, boah, geil, der carried so krass durch. Aber irgendwann durch sehr viel Knowledge von den Kommentatoren und so, wurde es, hat die Community verstanden, dass gerade der Support-Spieler der wichtigste Spieler bei Dota ist und so und es auf den ankommt. Und wenn der sick ist, so, dass das Impact aufs Spiel hat. Und wenn das bei CS noch auf die Kommentatoren überträgt und und Experten dort auch wirklich Experten mal sind und nicht irgendwelche abgehalfterten Dullis so, dann wird das auch irgendwann die Szene noch verstehen. So. Und ich probiere es ja auch immer mal wieder meinen Streams klarzumachen, so wer jetzt wirklich in den Runden dafür verantwortlich ist, dass die Runde entschieden wurde. Und das ist nicht der die 3 Frags macht, sondern das ist der die Flashbang wirft, um 3 zu Gold zu machen oder so. Oder der halt, es gibt so viel, was du machen kannst, um dein Mate einen Easy Frag vorzubereiten. Das kannst du statistisch gar nicht aufwiegen, was du alles machen kannst. Ich sehe halt immer nur simpel, macht 30 jedes Match, aber Ja, was das ist da. halt, auch nicht alles so. Was da drumherum halt noch passiert, das ist Ja, halt eben. das Ding. Boah, jetzt bin ich, Junge, es sind so viele Fragen, dass ich jetzt abgerutscht bin. Auf jeden Fall war die Frage, wenn sich jetzt jemand entscheiden würde, dass er Interesse an dem Analystending hat, wie kann man da starten? Gibt es da irgendwie sowas oder? Oh, also ich habe doch oft gesehen, dass zum Beispiel hier Team Entropy gesucht hat oder so, oder Team Berserk hat auch erstmal wieder gesucht. Also du musst halt, du kannst nicht mit den Erwartungen reingehen, dass du halt direkt von einem guten Team gepickt wirst. Du musst halt dir quasi einen Namen machen in der nationalen Szene und dann über nationale Erfolge dich mit deinem Portfolio in die internationale Szene reintrauen. Ja. Also du kannst jetzt nicht, auch bei mir, das ist halt ein Glücksfall. Du musst einfach so sagen, wie es ist. Das wirst du nicht einfach so replizieren können. Kannst nicht einfach sagen, in 2 Jahren bist du jetzt bei SK oder so. Wie ist es aber bei dir? Gäbe es eigentlich noch eine Steigung zur SK? Orga-technisch gibt es ja nicht, aber gibt es irgendwelche Träume, die du dir gelassen hast? Oder Ja, was? natürlich ein Major gewinnen mal irgendwann mit dem Team. Also das wäre schon geil. Da ist egal welches, ja. Jo, Hauptsache mal ein Major gewinnen. Also das wäre schon noch so das absolut Top-Ding. Aber sonst eigentlich nicht so. Hier ist die Frage, weigern sich die SK-Jungs einen Coach reinzuholen, wie zum Beispiel Zeus, oder sind sie auf der Suche nach einem? Oder ist Dad so ein Dead macht auch Coach? echt viel, aber Ja? das, der ist halt auch ruhig, so auch im Hintergrund, das merken die Leute halt nicht. Der macht echt viel, der schaut viele Demos und macht viel mit den
So, und vor allem Dad ist eine Person, denen die zu 100% vertrauen, der ist wie ein Vater. Die leben bei dem im Haus, das ist sein Haus, der hat die aus Brasilien quasi rausgeholt damals. Du kannst nicht einfach einen Coach reinholen und denken, oh, okay, jetzt wird alles besser, wenn du dem Coach nicht vertraust. Außer Sus gibt es keinen, dem die vertrauen, und Sus geht nicht zurück. Ja, dann hat sich das ja auch geklärt, so ganz Also das ist einfach. dumm, du kannst nicht einfach sagen, okay, ich hau jetzt einen Sonic zu SK oder so. Ist halt einfach dumm. Ja. Vor allem jemand wie ein Fallen, der braucht keinen richtigen Coach. Die brauchen nur jemand, der hinter ihnen ist, der die hypt, wenn die down sind, so. Halt schon Sonic, aber den haben sie ja schon. Ja, quasi. Ja. Die Frage, wie toxic ist Cold wirklich? Gar nicht. Okay, der Blick war geil. Zum Glück haben wir das hier mit Cam gemacht. Meinung zum Change von Kabel auf das 2 im Team? Gute Frage, by the way. Relativ doof, weil Kabel unsere beste Map war. Aber das 2 ist auch richtig gut für uns. Aber ich finde es kacke, dass, weil während das 2 einfach nichts verändert hat, wirklich, und jetzt einfach wieder so in Map Pool reinhauen. Also, das fand ich ein bisschen schwach. Ich hätte mir mehr erwartet, zum Beispiel am B, dass du einen zweiten Zugang hast irgendwie. Du kannst halt nicht so viel anspielen am B. Du kannst einfach immer noch deinen B-Split machen, weil durch die Tunnels kannst du nicht einfach gasen oder so. Das wäre ein bisschen schade. Ich hätte mir mehr erwartet von dem neuen Dust 2. Und Kabel raus ist halt behindert. Die hätten Nuke rausnehmen sollen. Ja, ich glaube, da sind sich eigentlich auch alle Teams einig, Ja. aber Valve ist da für sich halt wieder in ihrer eigenen Welt. Wünschte ich zwar nie mal komplett neue Maps in CSGO, wie Tuscan zum Beispiel. Komplett Nee, neu bitte in nicht, sonst muss ich Anführungszeichen. alles neu machen. Ja. Also so ein 7 Maps, 7, 8 Maps, mir sollten es schon nicht sein, weil sonst kannst du dich irgendwann, vor allem mit diesem Swiss-System, wirklich nicht mehr vorbereiten. Das ist Genau. jetzt schon schwer, wenn du im Swiss-System den Gegner 8 Stunden davor weißt oder so nicht vorbereiten musst. Wenn es dann noch ein Map-Pool mit Season und Tuscan dazu ist oder so, dann brauche ich wirklich 3 Helferlinge oder so. Drei Larrys. Ja, also das ist halt wirklich so, dann. Das hilft auch keinem. Da können die Spieler auch nicht mehr alles richtig. Also kannst nicht auf jeder Map 100% gut sein, wenn Das es so viele sind. hilft ja dann auch dem Spiel nicht, das darf man ja nicht Nee, es wird nicht vergessen. schöner auf jeden Fall. Hier eine interne Frage: Warum musste Taco gehen? Darf man dazu was sagen? Ja, das PR-Technische. Also Taco wollte vor WESG gehen, weil er an der Community quasi zerbrochen ist, weil die ihn zu hart geflamed hatten und er keine Konfidenz mehr hatte. Der brauchte was Neues. Krass. Also, ja, also ihr solltet wirklich, wenn ihr euer Twitter benutzt, ein bisschen überlegen, dass auch bei den Pro-Playern ein normaler Mensch dahinter steckt, der das liest und das wirklich, wirklich Leuten zu Herzen geht und das Leute bricht. Also solltet mal ein bisschen nachdenken, bevor ihr Leute so als Haarbombe beleidigt und so. Nur weil ihr nicht hittet und ihr eure 5 Euro Taschengeld von Mama verloren habt. True Story, Mann, True Story. Es gilt übrigens nicht nur für CS, sondern allgemein. Achtet einfach mal darauf, was man so im Internet in so Kommentare reinballert, so. Das ist manchmal nicht nett. Wie er sagte, da sind auch Menschen auf der anderen Seite, so. Auch wenn man das nicht an sich ranlassen will, lässt man das an Ja, sich ran. irgendwann mit der Masse kommt es halt. Ja, wenn dir 50 Leute am Tag sagen, du bist ein Spast auf der Straße, dann denkst du irgendwann selber auch zu Hause, ob du ein Spast bist. Das ist halt Fakt. Ja. Hätte eine Frage: Gibt es kostenlose Alternativen zu Shadow GG und Stats Helix? Nicht, dass ich wüsste, nee, also StatsX war das Einzige, was kostenlos war, also haben die komplett gestrichen. Also ich glaube nicht, aber ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich damit nicht so, weil ich Shadow habe und eben dieses Rewind. Aber. Was ist Also, Shadow? In zwei Worten? schlechtere Version. Von Rewind? Ja, also es ist, aber da sind Heatmaps quasi dabei. Ich mache Rewind eben nur so zum Demo schauen und bei Shadow kannst du noch Heatmaps und alles machen. Okay. Das kannst du bei Rewind halt gar nicht, das ist halt nur ein Demo-Player. Halt. Noch. Ja, noch mehr. So. Einer schreibt erstmal Swanee auf Twitter beleidigen. Und Block. Und ciao. Und ciao. Was sollte deiner Meinung nach, Valve deiner Meinung nach implementieren? Was wünschst du dir als Analyst und könnte dir da weiterhelfen? Ich Ja, meine. natürlich einen normalen, also ein Demo-UI-Player, der nicht aus den 70ern ist, wäre schon mal geil. Also, da ist schon mal was. Es kann halt wirklich nicht so schwer sein, wenn es jeder externe Coder, der das nicht mal Fulltime macht, hinkriegt, so ein Ding wie Rewind.Zeit
auf die Beine zu stellen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass Valve das mit seinem Coder nicht hinbekommen würde. Sowas wäre halt wirklich toll. Und ja. Und ich meine, jetzt aus dem Stegreif ist schwer, sowas zu sagen, aber wenn man so, wenn man da mal eine halbe Stunde drüber nachdenken kann, fallen mir höchstwahrscheinlich 40 Dinge ein, die Valve mal besser machen könnte. Aber ja, natürlich einfach auf uns hören. Ja, das ist eigentlich die einzige Antwort, die Sinn macht. So einfach. Weil so wir uns immer mit dem Spiel beschäftigen und die Devs halt gar nicht. Genau. Die sitzen da in ihrem Büro und fertig. Und fummeln sich an den Nüssen rum. Was hältst du von von Mental Coaches? Also ihr habt ja selber sowas nicht mehr, aber du kennst sowas ja, ne? Ja, für so junge Teams wie Liquid extrem wichtig, weil die nicht sonst aus ihrem Slump rauskommen und sich immer Gedanken machen. Und vor allem bei so jungen Spielen ist wichtig, dass der Mental Coach sehr stark auf Social Media Interaktion eingeht, dass junge Spieler das nicht zu sehr an sie ranlassen. Bei sowas wie ein Fallen juckt es nicht, wenn einer flamed, aber so jemand wie ein Twist, das geht ziemlich stark an so junge Spielerinnen. Ja, ist ja auch, ne? Das sind ja auch noch junge Burschen, muss man ja dazu sagen. Da ist sowas echt wichtig. Jetzt nochmal eine wichtige Frage. Hat Swanis Erfolg Auswirkungen auf die Frauen, speziell auf Veganerinnen? Natürlich, ich meine. Warum wir nicht lügen, ne? Also, es ist. Nein, also keine Ahnung. Ich gehe jetzt nicht in den Club und sage, hey, ich bin SK, alles Swani oder so. Aber was sagst du, wenn jemand fragt, was du beruflich machst? Also ich kann ja meinen Job schon nicht erklären. Ja, das ist echt schwer. Ich analysiere Online-Spiele halt so. Okay. Das ist auf jeden Fall weird, also. Okay, das klingt, also da machst du es noch schlimmer für die Leute, glaube ich, als es ist. Also, ja. Wenn du wenigstens irgendwie, ich analysiere Profispiele, ohne Online dazu sagst, dann würden die Leute wenigstens an Fußball und Football denken oder so. Aber wenn ich das höre, was du erzählst, würde ich denken, du bist irgendwie in der WoW-Gilde oder so. schön ein bisschen raiden, Alter. Ja, okay. Geil. Wie ist deine derzeitige Beziehung zu Liquid oder allgemein zu den alten Orgas und alten Spielern? Ah, voll gut. Also wie gesagt, Crispy, STFN, alles Leute, mit denen ich WhatsApp täglich schreibe, auch bei Liquid mit Zeus, man tauscht sich übel viel aus, mit Taco richtig viel zu tun, mit Twist, also alles Leute, mit denen ich halt auch selber dran interessiert bin, wie es mit Leuten weitergeht. Ist ja nicht so, dass ich aus der Org rausgehe und damit abschließe. Das ist nicht wie so ein normaler Job, wo du aus dem Büro rausgehst und zum nächsten Büro reinsitzt quasi, sondern ich habe ja mit den Leuten individuell gearbeitet und ich will halt selber auch wissen, wie es bei den Leuten individuell weitergeht und also mit allen eigentlich sehr guten Kontakt noch. Finde ich auch cool. Hier hat jemand um ein paar Worte zu Big gebeten. Also ich glaube, analysetechnisch ist das jetzt nicht deine Aufgabe, oder? Also ich würde mal behaupten, dass Big immer mal wieder, also sie hatten eine mega krasse Phase, sag ich mal, aber overall eigentlich zu den Teams gehören sollte, die man schlagen möchte ohne deine Hilfe. Das war zum Beispiel der Fehler, den wir bei Liquid gemacht haben, beim Krakow Major. Als wir 2-1 standen und gegen Big gespielt haben, waren wir zu cocky und haben gesagt, über Big fahren wir auch so drüber, die brauchst du nicht analysieren. So, das ist halt schon mal so ein Fehler, den du nicht machen darfst, vor allem nicht bei so wichtigen Events. Weil Big ist wirklich, wirklich ein gutes Team, wenn ein Tapsen hittet. Also, und wenn du nicht darauf vorbereitet bist auf seine Moves. Und wenn Gob ist halt auch ein schlauer Caller, der sich auf jedes Team vorbereitet. Deswegen, Big hat halt das Problem, dass die eben, ich finde, die haben halt Key falsch eingesetzt. Also, das fand ich nicht gut, wie sie das mit Keith gehandelt haben und wie sie ihn eingesetzt haben, aber die werden ihre Gründe dazu haben. Wie gesagt, als Außenstehender kannst du es nicht beurteilen. Und also ja, auf jeden Fall großen Respekt vor Big und was die erreicht haben als deutsches Lineup. Da kannst du gar nichts dazu sagen, also die zu flame. Und auch was für eine Zeitraum muss man auch echt dazu sagen. Ja, die sind jetzt halt nicht Tier 1 Material, aber sie sind auf jeden Fall stabiles, sehr stabiles Tier 2 Material, die oft in der Tier 1 Szene angreifen und auch gegen gute Teams gewinnen können, wie man bei SK und Liquid sieht. Da ist was dran. Ich meine, Entschuldigung, hier hat gerade einer ein bisschen weit geworfen mit, wo siehst du dich in 15 Jahren, aber wo siehst du dich in 5 Jahren? Oder in 2 Jahren? Ich hoffe auf jeden Fall immer noch in der Szene. Ich glaube jetzt vielleicht nicht als Analyst, aber vielleicht mal als Coach oder so, auch so Desk-Analyst, wäre auch ganz lustig. Mhm. Also auf jeden Fall in die E-Sport-Szene weiterhin vertreten. Ja, also, aber schon auch immer noch so Upstep, ne? So du hast doch Hunger, ne? So du willst auf jeden Fall, du ruhst dich jetzt nicht auf dem SK-Analyst aus und hast dann Bock danach irgendwie so ein T2-Team wieder zu analysieren, sondern da muss schon. Deutschland gehe ich nicht mehr. Ja, also das wäre höchstwahrscheinlich auch bestimmt mal eine interessante Frage, ob du dich da siehst, aber ich glaube, da kann leider auch Deutschland finanziell nicht mehr mithalten. Finanziell geht's mir gar nicht drum, aber das ist halt einfach nicht Tier 1-Material halt. Also,
Also natürlich nur zwei, der Stuhl runter. Ach, da geht's lieber zu einem Tier 5 US-Team. Ja. Also es ist halt einfach, wenn Deutschland ein gutes Tier 1 Team hätte, würde es mich natürlich freuen, Deutschland so zu vertreten, aber das ist halt zurzeit leider nicht der Fall. Ja, mit deinen wechselnden Worten zu Big ist natürlich auch da die Tür jetzt geschlossen. Ja, also ich sag's dir ja nur, wie es ist. Ich meine, Ne, ich kann jetzt true Big auch story. als Nein, Tier-1-Team N anpreisen, aber nein, das nein, hilft ja nein, auch nein, keinem nein, nein, weiter. das bringt keinen weiter. Das ist alles, Ich habe das ja ist auch alles Kontakt zu wichtig. Alex und so, also wir verstehen uns ja auch. Also So, auch in die Tier ich sage, 4-Szene Kontakt ist, gefällt mir. ich flame die jetzt ja nicht in Grund und Boden. Ich sag nur, dass sie in ihrem Tier 2 stabil sind, aber halt Tier-1 einfach nicht interessant sind. So. Ja, es ist vollkommen auch in Ordnung. Es war auch. Ich wollte dich da auch gar nicht nochmal aus der Reserve locken, das war schon okay. Ist gut. Welcher Spieler hat das größte Talentpotenzial? Ja, auf jeden Fall Stewie. Simple hat auf jeden Fall das größte Potenzial. Und auch ein Kha'Zix und ein Xantaris. Das auf jeden Also, Fall. Xantaris auf jeden Fall, wenn er den nächsten Schritt nach Anaya oder so wagt. Ben. Das wäre auf jeden Fall geil. Wer weiß, was da noch alles kommen kann. Hier eine Frage, die ich sogar auch eigentlich auf meinem Papier hatte, aber sogar echt überflogen habe. Gibt es Kontakt zu Analysekollegen? Ja, also wie gesagt, NK auf jeden Fall viel. Alex, also Kakafu jetzt nicht so viel, aber auch ab und zu meinem alten Analyst auf jeden Fall und sonst zu Coaches halt so von Attex, von Cloud9 der Coach, auch FaZe Robin habe ich viel Kontakt und Astralis auch. Gibt es so, ja, weiß ich, so ein paar Standardtipps, die man zum Beispiel, die du auch den Leuten gibst, wenn die so ein Slump sind oder so? Irgendwie wurde so ein paar, ja, ich sag jetzt nicht Floskeln, weil dann würden sie ja keinen Wert haben, so, aber so ein paar Sätze oder irgendwie so irgendwelche Basics, die du weitergibst, damit die Leute wieder ein bisschen motiviert sind? Auf jeden Fall halt nicht direkt aufgeben, nur wenn es kacke läuft, nicht die Teammates flamen. Einfach weil einer mal nicht hittet oder so. Einfach weiter an euch arbeiten, Demos schauen und nicht immer schauen, wenn's Brack nicht läuft, aufgeben, weil Brack ist dazu da, dass du manchmal aufs Maul kriegst und so, damit lernst du am meisten. Aber viele Teams schauen beim Brack halt nur aufs Ergebnis und wenn's im Brack nicht läuft, geben die auf oder swappen. Und vor allem im Brack, wenn's nicht läuft, da kannst du immer am meisten lernen. Ja, solltest Das eigentlich dankbar ist sein, wenn du einen Prank ja, verlierst, aufs Maul genau. bekommst, weil dann passiert wenigstens auf Event nicht der Fehler. So, Das also ist das Wichtigste, was die auf jeden Fall machen ist eigentlich das müssen. Gefährlichste, wenn du einen Prank alles überfährst, was ja höchstwahrscheinlich auch bei SK oft genug vorkommt, so. Das bringt Ja. dir leider am Ende nichts, wenn du dann nicht weil du dann auf dem Event die Fehler nicht gesehen hast, die vielleicht Genau, ja. im Prank dann auch nicht aufgefallen sind, weil man so dominant war. Das ist auf Deswegen. jeden Fall das Wichtigste. Ja. Okay, ich suche mal jetzt noch ein, zwei schöne Oh Fragen ja. für dich heraus und dann Most underrated und most overrated Spieler. Also, overrated würde ich sagen, Config. Der chattet nur dumm rein auf Twitter und so und hat noch nichts gerissen. Und wird auch oft gehypt dafür, dass er gar nichts macht. Underrated auf jeden Fall, wie gesagt, ein Kha'Zix. Der wirklich sehr, sehr stark spielt. Bei Space Hulk ist fast immer topfragt und so. Aber auch ein Electronic bei Na'Vi, der komplett unterm Schirm ist. Das ist krass, das habe ich sogar, muss ich mir ja auch, da muss ich ja auch mal einklinken. Ich habe das ja auch zum Beispiel bei Run, als wir da hatten wir auch Navi als Thema natürlich und da ist halt auch immer die Fragen so, ja, ist Simple jetzt der beste Spieler der Welt? Was macht Navi ohne Simple? Wo ich dann auch gesagt habe, ey, Simple ja, aber so, man darf halt auch Electronic halt nicht vergessen, der halt auch Das ist richtig, Weltklasse richtig momentan, wichtig. der wirklich Weltklasse momentan auch spielt so und das ist halt krass so, dass, aber das musst du halt auch mal schaffen, dass du so unmenschlich gut bist, dass selbst eine mega krasse Zweitleistung in den Schatten geriet, so weißt du, weil du so dominant bist. Und das ist halt gerade bei Simple auf jeden Fall. Ja, ist halt schade. Ja, in der Tat, Mann. Ja, verfolgst du die deutsche Szene? Was geht da? Ja, natürlich. Gibt's Ja, da? der will wahrscheinlich. Ja. Ja, ich helfe den halt ab und zu, dem Star und so. Ja, will er, deswegen Bei hat er ihren jetzt. Teams. Naja, der will ein bisschen Aufmerksamkeit. Ah ja, das ist Gebe ihm insane. seine 2 Sekunden. Ja, das war's dann jetzt auch dafür. Was hältst du von Zeus als Ingame Leader, also von Zeus? Nicht so viel. Also, du kannst. Also, das bei Gambit war halt ein One-Hit-Wonder. Das lag nicht an Zeus. Und das bei Na'Vi siehst du ja auch, was
der da macht mit seinen Calls, manchmal ist komplett fragwürdig, die Force-Spice und so. Also ich halt nicht so viel, wenn ich würde es mehr begrüßen, wenn die einen Angel oder einen Adrian reinholen würden für einen Zeus. Ja, das mit Angel ist ja, da sind ja auch schon Fragen aufgekommen, was er da bei seiner Orga bekommt oder was er für ein Share hat, dass er die noch nicht verlassen hat. Ja, genau, also ich finde Zeus als Ingame nicht so gut, vor allem man sieht in der Cam echt oft, dass er so wegtiltet, so komplett. Ja, und würde ich bei der Inai auch. Halt, das halt als Ingame wieder nicht so gut. Nee, absolut nicht, absolut nicht. Ja, geil, so ich will jetzt auch gar nicht jetzt hier noch so Nonsens-Käse-Fragen weiter reinhypen, sondern das lieber so geil beenden, wie wir es jetzt hatten. So, das waren jetzt wirklich über, ja, über zwei, knapp 2,5 Stunden, finde ich super, ja. Geil, Mann. Also von mir auch schon mal einen geil. Riesigen Dank, Mann, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, so. Und auch immer wieder, so, wir haben ja auch mit Probe hier und da verschoben, so. Das lag jetzt schon lange im Argen, so, und ich finde es halt geil, dass wir das jetzt finally gestartet haben. Deswegen auf jeden Fall riesen Dank dir dafür, Mann. Ich habe auch gefreut, danke. Gerne, ja, ich glaube, wir können das hier an der Stelle auch wunderbar beenden, so. Ich finde, du hast genau das, was ich für mich unter dem Format verstanden habe, so dieses Gamer Secret, haben wir mit deiner Hilfe halt geil rausgearbeitet, so, du hast echt viel Insight gegeben, was ich stark finde, so, das ist nicht selbstverständlich, Jungs, dass jemand so viel Insight rauswirft, so viel Name-Dropping macht und sowas, das sind auch Eier, so, sage ich euch ganz ehrlich, so, da gibt's neben ihm nur mich und noch 2, 3 vereinzelt, die auch so viel Name-Dropping machen, auch negativen, auch mal overrated Player callen, so, das macht nicht jeder, so, weil Leute keinen Bock haben, da dummes Feedback zu bekommen, so, deswegen, das finde ich auch mega stark, dass du das gemacht hast und wünsche dir auf jeden Fall viel Glück weiterhin, so, und wir bleiben ja eh auch im Kontakt und auf jeden Fall. Deswegen freue mich das auf jeden Fall, wünsche dir viel Erfolg weiterhin und ja, wir hören uns auf jeden Fall und nochmal vielen Dank, Digi. Auf jeden Fall, noch Grüße an Felix, den kleinen Hobbit. Ja, genau, der hat auch ganz Zeit schon nach Aufmerksamkeit so gebettelt, aber der konnte nicht über die Tischkante gucken, deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Aber Felix, geil, dass du auch da bist. Ja, Digi, ne? Vielen Dank und wir hören uns, ja? Ja, danke auf jeden Fall auch. Okay. Da sein durfte. Gerne, Mann, wirklich gerne. Super geile erste Folge dann. Wir hören uns dann. Ja. Hau rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao, danke.